So. Hallo, hallo und willkommen zum heutigen Stream. Und zwar geht es um ein tolles, sehr schönes Match, was ich heute streamen darf. Und zwar geht es um WTH gegen die Greyhounds in der ECL. Und ich habe einen sehr, sehr wunderschönen, sehr, sehr schönen und starken, guten Kommentator mit dabei. Es ist Wuckene der Zweite. Wuck, wie Moin. geht's dir? Ja, ist gut, danke. War alles gelogen, bis auf dass ich kommentiere. Aber ja, da werde ich mal mein Bestes versuchen und ja, freue mich auf jeden Fall aufs Game. Ja, ich versuche gerade auch schon in die Appencamp zu gehen, aber ich habe das Problem, dass ich keine habe. Ist auch nicht schlecht. Das ist gut, ja. Wir können ja mal ein bisschen grob erzählen. Also heute spielen WTH gegen die Greyhounds, wie schon vorhin erwähnt. Auf der schönen Karte, wie man schwer erkennen kann, SMDM. Und nun ja, die Greyhounds sind die Allies und WTH spielt heute Achse, also in der Rückrunde. In der ersten Runde haben die Greyhounds 3 zu 2 gegen WTH gewonnen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob die Jungs den Titel um SMDM weiterhin verteidigen können oder ob es heute ein 3-2 oder vielleicht sogar einfach ein 4-1 oder sonstigen Win für WTH wird. Weil beide Teams begegnen sich zumindest meiner Meinung nach auf Augenhöhe und die Chancen sind 50-50, wie das heute hier ausgehen wird. Wie ist denn deine Prediction für das Team? Ja, ähnlich. Also ich würde auch sagen, definitiv Augenhöhe. Ich glaube, keine Seite würde über die andere sagen, ja, das wird heute ein easy Game und wird richtig chillig. Ja, SMDM denke ich auch immer stark cap-abhängig. Man kennt es, ist ja Let Loose natürlich insgesamt, aber SMDM ist ja nochmal besonders spicy manchmal, was die Midcaps angeht. Aber ja, ich denke, WTH hat auf jeden Fall Bock und genau, hoffe, wird einfach ein gutes Game. Games auf Augenhöhe sind auch immer angenehmer als Stomps, aber das denke ich, wird es definitiv heute nicht geben. Das kann man, denke ich, ausschließen. Ich stehe ja hier gerade live zum Kontakt mit dem lieben Oscar von WTH und er schreibt mir, ich hätte WKM, aber ich habe sie leider nicht. Ich drücke wie ein Berserker auf meine Endetaste, aber es funktioniert nicht. Ja, notfalls kannst du ja unauffällig parteiisch so ein bisschen mit deiner Luga da einwirken. Also ich finde es ja immer, weiß ich nicht, also man. No front jetzt an der Stelle, aber man hätte mich vielleicht als Streamer mal ein bisschen früher drauf lassen können. Ich weiß, dass die Jungs an Vorbereitung sind. Meine Steam-ID stand auch lang genug da. Aber nee, ich habe noch keine Admin-Cam. Gucken wir uns ein bisschen das Kornfeld an, ist auch nett, ich meine. Ja, du. Vor allem, wenn man die Mausgeschwindigkeit so runtergedreht hat, ne? Kommt mir vor, als würde ich wie so ein Bügelbrett hier drüber gehen. Ja, rudern ist wichtig. Kannst ja vielleicht mal ein paar Leute hier grüßen, die mit durchs Kornfeld hier rumlaufen. Vielleicht finden wir ja wen. Guck mal, da vorne ist Florian, ist auch schön. Kobra habe ich auch Ja. schon gesehen. Chris, ja moin. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also ich hoffe, ich kriege jetzt gleich die Admin-Cam. Ansonsten hast du recht und wir gehen halt ein bisschen heute mit der Cam tiefer und näher an die ganze Materie ran. Wollen wir mal gucken. Also ich würde jetzt gerne ein bisschen die Caps zeigen, aber es ist mir leider technisch gerade nicht möglich. Außer wir fahren da jetzt mit einem Jeep hin. Das wäre natürlich wild. Das wäre ja ganz neue Arbeitshaltung für den Stream. Erstmal vor Ort alles zeigen und dann schön weiterfahren. Ja, sehr gut. Ja. Oh Mann, ist das blöd. Wow. Es ist halt auch ein bisschen, naja, unangenehm für mich gerade. So eine Situation hatte ich noch nie gehabt im Stream. Versucht diese Leere zu füllen, mit dem man. Wer hast du recht? Und ich sollte einfach mal mit ein paar Leuten reden, um mal zu fragen, wie gerade die Genau, Stimmung bisschen ist. Content createn. Kalgon gibt auch immer Hallo, gerne Kalgon? Content. Hallo, Toni? Ich habe keine Admin-Cam. Habt ihr Bock oder? Keine Admin kennen? Ja, also noch nicht. Also deswegen frage ich euch jetzt, um den Content die Lücke gerade zu schließen. Ihr seid gerade live. Hallo. Oh, hi, hallo. It's nice to meet you guys.
Have fun watching Tonis and Vux stream. Ja. Ja, Ja, also danke dir. ist der Stream auf Deutsch oder habt ihr auch internationale Zuschauer? Oh, der Stream ist auf Deutsch und ich habe jetzt die Abmeldung gekriegt. Du kannst gerne noch Oh. weitererzählen. So, oh. Oh. Ja, dann viel Spaß beim Gucken. Lasst euch nicht zu sehr durcheinander bringen mit dem Streamer, ne? Und habt halt eine super Zeit. Und ja, viel Spaß, ja. Ja. Bitte sag mir, dass du das auf Soundpad Das hast. ist doch. Danke dir, Kagun. Dir viel Spaß, ne? Bis denn. Ja, danke, danke. Hey, Das ist dann. doch eine schöne Ansage. Kalguns Das. gute Zeit in einem Game hält meistens bis zur ersten Artishell. Also, ich kann mich noch an eine tolle Szene erinnern. Da ging es in Ark Feumatch, glaube ich. Also, das mit den meistgeworfenen Smoke Grenades. Da war der Kalgon danach, glaube ich, nicht mehr der gleiche, wie wir ihn früher kannten, sondern er hat sich da ganz schön, Ich naja, weiß verändert. die Zahl auch gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall über 200, vielleicht sogar 300 irgendwie. Ja. Irgendwas ist da noch im Hinterkopf, aber ja, da wurde viel gesmoked auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier eins der tollen Caps auf SMDM, wo man sich natürlich hofft, dieses als Allies nicht zu bekommen. AA Network ist meiner Meinung nach eine, ich glaube sogar eins der schwierigsten Caps, also mit Pierce Farm maybe, aber AA Network ist ein Pain in the Ass, um das zu erobern als Allies, gerade weil man halt nur so stumpfe Anläufe hat. Ich bin mal gespannt, wenn es heute AA Network wieder wird. Ich glaube, in der nee, Vorrunde war Duckout-Bahn, glaube ich, ne? Wir hatten, glaube ich, Duckout-Bahn gespielt gegen Ja, die WTH. genau, ja, richtig. Und Duckout-Bahn ist natürlich Allies Favorite, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Natürlich dann AA und Pierce Farm jetzt nicht so geile Caps. Ja, AA Network, also keine Ahnung, sieht man ja auch jetzt, sag ich mal, in der Kamera, wie du hier gerade hast, also dieses Open Field, das ist halt schon eigentlich eine Frechheit für die Allies. Also du hast, ja. Wenn Warum du noch nicht Arti doch? und alles mit einrechnest und dann eben noch die MG42 und so weiter und du hast ja dieses Mäuerchen als Deckung und das war's. Und die Deutschen können halt gemütlich hier durch ihre Kornfelder und an Mauern und Hecken und schön sich annähern und ja, Also jeder ich Meter finde für die Allies ist ein Kampf. persönlich, also weil ich ja auch immer eine rechte Flanke mitgespielt habe, wo ich noch Impf gespielt habe, bevor ich der Commander war, fand ich dieses tolle Gebiet hier, also das ist wirklich wunderschön, hier als Impf rumzulaufen und zu kämpfen. Ah, und vor allem, wenn die Arti dann auch ihre schön reinschellt, so das ist, es gibt nichts Schöneres. Genauso halt auch hier Ja. drüben, auf diesem schönen Cornfield, wie du es gerade eben gesagt hast, da gibt es dann auch tolle MG-Positionen. Wenn man sich zum Beispiel hier oben drauf legt, kann man hier auch gut reinhalten und das ist halt, es tut halt weh. Das MG42 auf der Posi ist schon ein Schmackofatzi, ne? Gibt auch genauso hier oben in dem Dachgeschoss hier. Kann man sich auch so hinlegen, dass man rausballern kann, aber einen nicht so gut treffen kann. Gibt da so ein paar eklige Positionen und macht das Angreifen hier auf der Seite auch nicht gerade besser. Und frontal für die Inf kannst du ja auch komplett vergessen. Also das letzte Match, glaube ich, das war jetzt das Season-Match gegen WTH auf SMDM. Da haben wir Allies gespielt. Da haben wir tatsächlich das AA-Network nur durch unsere Tanks bekommen. Da gehen aber Props raus. War eine sehr schöne Runde. Und jeder kennt das tolle Meme. Wenn nicht, dann hat er ein tolles Meme verpasst. Vom AKA King in the Castle, King in the Castle, ne? Ja. bin ich mal gespannt, ob wir heute wieder sowas vielleicht sehen. Diesmal halt dann von Weltmeister. Der spielt heute Kommandant für die Greyhounds. Ich Ob weiß sich jetzt, ja? Weltmeister auch ein Zelt dauer mietet in der Kirche, das wird man sehen. Oh, deswegen haben sie das vielleicht Zelt genannt, das Passwort. Kekwi. Ja, ja, Sind vielleicht. wir jetzt erst auf? Ja, aber insgesamt auf jeden Fall, also AA Network furchtbar anzugreifen, vor allem wenn es dann mal verloren ist und dann das wieder zu flippen, das ist ganz eklig. Also ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht gerade so aus dem Kopf, das ist auf jeden Fall No Front, wer jetzt heute für WTH den Commander spielt. Ich habe das immer nicht so im Blick tatsächlich. Bin ich tatsächlich auch raus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer letztes Mal gegen uns Commander gespielt hat. Wir werden uns überraschen lassen. Würde ich mal stark behaupten. Wenn wir einmal den Kommandanten rumlaufen sehen auf der Karte.
Na gut, und jetzt warten wir bestimmt auf das Go, auf das Ready von beiden Teams. Wir haben 50 Spieler von beiden Seiten sind da. Scheint alles ready zu sein. Wunderbar. Jetzt nur noch auf das Go. Ja, wie die letzten Leute jetzt zuletzt mitgemerkt haben, hier ECL sind noch drei Divisions. Also drei Leute in der ersten Division, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ist natürlich ein bisschen traurig, dass das jetzt in letzter Zeit passiert ist. Ja, dass sich der ein oder andere Clan halt auflöst, die anderen rausgehen und so, das ist natürlich immer alles ärgerlich. Drücken den Teams allen die Daumen, die natürlich rausgegangen sind jetzt aus der ECL. Ja, und vielleicht gibt es ja dann zu den nächsten Turnieren ein paar neue Teams, vielleicht die Finnen, wer weiß, was passiert, ne? Also. Ich wollte auch gerade sagen, also ich denke dann, wenn auch in anderen Turnieren, aber alte bekannte Gesichter, die sieht man ja dann auch wieder und das wird schon. Ja, vielleicht wird sich der ein oder andere Clan noch fangen oder was auch immer. Man wird sehen, was die Tage, was die Wochen jetzt bringen. Aber jetzt vorab geht es natürlich erstmal nur um das schöne Match hier auf SMDM zwischen den Greyhounds und den What the Hell-Leuten. Ja, jetzt hast du AA Network so schön anmoderiert. Piers Farm kann man ja vielleicht auch nochmal mit reinnehmen Ja, du als hast recht, What ne? If oder Duckout. Das hier ist Pierce Farm. Nee, Nee, das ist Duckout. Ja, moin. Mieten Sie jetzt Ihre Kommandanten fürs nächste Spiel. Also, das ist immer schön zu sehen, wie viel Insight der eigene Commander hat. Ey, ich finde das Ja, schon wieder sorry. frech. Ja, ich weiß. Ja, Duckout war ja, hatten wir das Vergnügen gegen WTH Allies zu spielen. Tanks tatsächlich. Schon natürlich Impact, aber ich finde jetzt im Vergleich gerade mit den anderen beiden Punkten der Punkt, wo am meisten noch die Inf, sage ich mal, auch so ihr das eigene Sagen hat. Kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt vollkommen falsch liege, aber ich hatte immer das Gefühl, also gerade wenn man es vergleicht mit Pierce Farm, da ist dann wirklich die komplette Open Field Tank MG Eskalation plus halt Arty natürlich, die auch uncontested da einfach es unmöglich macht, würde ich schon fast sagen, den Punkt einzunehmen. Deswegen wird es, wenn es Pierce Farm wird, auch interessant, vielleicht zu sehen, wie da die Arty unter Kontrolle gebracht wird oder eben nicht. Ja, also ich persönlich finde tatsächlich, glaube ich, Duckout am interessantesten. Vor allem, wo ich jetzt nicht selber spiele. Also Aber ja, das ist ja das Thema, was du sagst, Arty unter Kontrolle bringen. Da bin ich mal heute gespannt, wie das Ganze gelöst wird. Es wurde eine Lösung vorgeschlagen, dass man nur mit einer Arty spielt und mit einem einzigen Dude darauf, das wurde erstmal noch nicht durchgesetzt. Bin ich mal gespannt, wie es zukünftig gehandhabt wird, ob wir wirklich nur noch mit einer Arty spielen und die darf nicht angegriffen werden, Pipapo. Das, ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich die nächsten Turniere gestalten. da denke ich eh, das ist also so ein bisschen Handlungsbedarf scheint ja zu sein, weil so wirklich zufrieden mit dem jetzigen 3-Arty-Setup, ja, ist ja niemand, glaube ich. Also, Weil weil man sie ist. sich immer vorbereiten muss, du musst halt immer irgendwie ein Angriffsmuster finden, wie du da reinkommst, Co. Genau. Erstens das und zweitens sind es ja meistens auch super undankbare Jobs, dann sich nur um die Arty zu kümmern. Ich meine, Reeken so ganz klassisch, dass ein Reeken die Arty angreift, klar, das gehört irgendwie dazu. Aber sich da jetzt so 90 Minuten mit einer Bazooka hinzustellen und auf Arty zu snipen, weiß ich nicht. So, und ich muss jetzt warten, bis Blumenkuh. Naja, wie es aussieht, hat er schon jemanden gekickt. Ich gehe jetzt einfach rein in der Hoffnung, dass ich nichts kaputt mache. Und ich lege mich hier oben hin. Shoppingliste. Sehr nice. So. Coffee a lot. Ja, Und wir gucken wichtig. mal. Und es Oh. ist Pierce Farm und es ist eine relativ lineare Folge von Caps. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Wir haben von Legrand auf Rue de la Gare in Tobias Farm und dann Hamlet auf Hill 6. Naja, dieses diagonale Gespiele hier, das wird gut. Könnte gut auch nach hinten losgehen. Was ich zum Beispiel jetzt für unsere Seite, zumindest jetzt, wenn ich jetzt Allies-Perspektive sehe, was man sich dann immer hofft, ist, dass man die Stadt halt nicht kriegt, SMDM als Punkt. Das ist schon mal ein Punkt gerade. Man hätte jetzt auch Pech haben können und die ganze Cap-Verlauf hätte jetzt so sein können, ne, dass man nur hier unten eine gerade Linie hat. Über Hamlet kann man gut angreifen, man kann hier über die White Flanks kommen, man kann halt gut von der Seite hier reinkommen, nicht so wie bei SMDM, wo man halt nur über die Straßen geht und wenn das zugebaut ist, hast du vielleicht die A-Karte. Da bin ich mal gespannt. Jetzt geht es natürlich darum, wer das First Cap kriegt hier auf PS Farm. Genau. Star finde Und ich auch immer interessant, gerade beim Opener, vielleicht vor allem, wo ich jetzt mal selber nicht in so einer Büchse sitze, zu sehen, was auch die Light Tanks machen, weil ja, die haben halt eigentlich immer Impact und es ist eigentlich immer interessant zu sehen, sozusagen, welche Ansätze da verfolgt werden.
Das wird Ja. mit Sicherheit spannend. Können wir mal gucken. Wir sehen ja hier auf der Karte, wo sich die Greyhounds gerade positionieren. Man kann ja mal ein bisschen stöbern, wo sich da sind zumindest. Da steht ein Truck, der losfährt, der Das nimmt die ist dann aber Route. WTA, oder bin ich jetzt Genau, komplett das ist lost? WTH. Die WTA, nehmen eine ja, Route okay. durch die Stadt und stellen sich hier oben hin. Der P4 fährt von hier oben an. Und unsere, beziehungsweise die Greyhounds sind verteilt an allen Fronten. Hier sehen wir zwei wahrscheinlich Ziele hier oben. Das Gebiet, der eine Meat Grind dran und der andere fällt hier über das Feld. So kann ich mir, das ist ein Standard-Opener, ich glaube, den macht jeder. Tanktechnisch wird interessant zu sehen, was passiert, welche Panzer zuerst platzen, wer die Oberhand am Ende hat. Das ist ja immer dieses Medium-Duell am Anfang, ist halt immer schon viel entscheidend, so wer das Cap dann am Ende kriegt. Ja, auf jeden Fall. Also das Medium-Duell ist ja sehr, sehr wichtig, wie du schon sagtest. Und im Prinzip, wenn der gegnerische Medium raus ist, dann kriegen ja sozusagen, haben die Light Tanks, haben aber auch viele andere Teile des Teams dann ganz neue Möglichkeiten, wenn eben nicht mehr unmittelbar der gegnerische Medium aktiv ist. Aber das wissen die Mediums natürlich auch, und deswegen, ja, finden diese Duelle ja häufig auch sehr defensiv, sage ich mal, statt. Also keiner will den Medium früh verlieren. Hier oben sieht man jetzt auf jeden Fall einen Haufen Trucks Puma Lux Panzer 4 anfahren. In der Hauptstadt, beziehungsweise in der Hauptstadt, sag ich schon, in der kleinen Stadt müsste gleich ein Truck rausgefahren kommen. Und man sieht auf der Allies-Seite, da kommt der Main Truck, der Meat Grind Truck, die linke Flanke und der Panzer. Bin mal gespannt, wer zuerst reinkommt. Wir gehen mal mit in den Meat Grind rein, weil es da immer ein Katastrophischen ist, was das angeht mit Artillerie und Co. Ersten Shells müssen ja jetzt demnächst sich ankündigen. Das sieht aber gut aus, tatsächlich. Na, da kommt die Allied Artillery runter. Noch sind die Schießt Achsen auch nicht in der schon. Nähe des Caps drin. Na, Truck kommt rein. Ist jetzt noch Truck hält keiner. fest, der Fahrer ist getötet worden. Und die Jungs Okay. müssen laufen. Der nächste Truck kommt an. Es sind aber nur noch zwei Leute, die jetzt im Cap sind. Und die Achsen fangen trotzdem an zu cappen. Da kommt der Der Lux erste jetzt. Lux, genau. Schön im vierten rein da. Walle sieht da jetzt, beziehungsweise hört den Panzer, Pan sitzt auch noch dran und der Lux ist schön in das Haus geparkt. Jetzt kommt die Stunde für Walle. Genau, ist jetzt natürlich in direkter Gefahr vor Infanterie, steht aber sehr gut für die Allied Tanks, dass er eben nicht einsehbar ist. Und Walle Und die ist Cap down. Power ist halt da. Da steht der Greyhound. Puma ist auch vorgerückt. Da kommt die dicke Spawnwave am ersten OP rein von WTH. Manpower-technisch sieht das Ganze nicht gut aus für die Greyhounds gerade. Ich Zumindest weiß jetzt was. nicht, wie viele im Lux sind, aber allein der Dreimann-Stuart, der da drin steht, Verzeihung, Dreimann-Lux, der da drin steht, der bringt natürlich einiges mit rein ins Hardcap. Können ja mal gucken, was auf der White Flank gerade abgeht. Also, wir haben natürlich Da den hinten hat Lux aber drin. gerade auch eine Arti richtig schön geschallert. Da ist einiges Rotes Was haben wir denn verschwunden. da hinten? Da steht ein kleiner Puma, der noch mit reinhält. Ein Single Puma, der hält da auch noch gut mit den HE-Schellen rein. Die linke Flanke aber kommt sehr gut voran. Ein Stuart steht da oben, schießt runter. Versucht jetzt da den Lux, glaube ich, auch rauszunehmen. Zumindest kriegt der Stuart hier gerade hart auf die Fresse vom Lux. Das ist aber alles noch Seitenwanne oder Kette, also da macht der Lux jetzt nicht. So, jetzt wird's interessant. Der Greyhound pusht vor. Sitzt Kyle, sitzt da drinnen. Das ist jetzt gefährlich für ihn und der Greyhound platzt. Das ist auch sehr, genau. Also Lux kommt durch den Greyhound leider durch wie Butter. Das geht ratzfatz, dann ist der weg. Ist die Frage, ich mach mal die Karte auf. Der Medium steht hier hinter dem Gebäude. Kämpft hier, glaube ich, gerade gegen den P4, der jetzt hier noch anrückt. Der P4 rückt jetzt auch näher ran, um noch mehr Cap Power reinzubringen. Oh, wilder Schuss. Wahrscheinlich jetzt einmal HE raus und AP zu laden. Tatsächlich sehr offensiv. Entweder weiß jetzt genau, wo der gegnerische Medium ist, oder. Weil Wir haben. eigentlich hat er keinen Grund, komplett Oh. vorzurücken, weil das Cap läuft sehr gut für WTH. Jetzt noch mit einem zweiten Dreier-Lux, der da einfach mitcappt. Jetzt haben wir zwei Tanks von denen im Hardcap. Die zwei Lux drücken natürlich jetzt gut rein. Jetzt kommt die ganze Info von der rechten Flanke rein. Und die linke Flanke fällt komplett zusammen, so wie es gerade aussieht. Der Stuart könnte jetzt gleich einen Schuss von der Seite reinkriegen, natürlich von der Rocket, die sie natürlich wehtut. Und der Lux kriegt einen Schuss von hinten.
Wen haben wir denn da? Hami, Hami der Rocket-Schütze. Der nächste Schuss und der erste Lux ist raus. Wunderbar, ja, das ist eine Menge Cap-Power, die schon mal weg ist. Aber das hindert den Ärgsten gerade nicht am Captain. Nee, ich denke, das kriegen sie auf jeden Fall. Jupp, da ist es passiert. Damit steht es jetzt 3-2 wie WTH. Das ist natürlich eine dicke rote Linie, die da sich aufbaut, entlang dieser Hecke. Mhm. Gehen wir mal auf die rechte Flanke von der Allies-Sicht aus. Dort hat man AA-Network erstmal eingenommen und versucht jetzt hier von der Flanke zu kommen. Der Medium ist noch am Leben, genauso wie auch der Panzer 4. Beide sind noch im Betrieb. Ist jetzt natürlich ja, so ein bisschen das. Also man spielt halt trotzdem defensiv, weil wie gesagt, ein Medium zu verlieren jetzt zu dem Zeitpunkt ist einfach sehr teuer. Mhm. Aber ein Stuart ist schon raus. Und der erste 76er fährt los im Akku. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt so dieses Timing, wo die ersten Heavys auf jeden Fall losfahren. Und bis dahin muss der Medium halt eigentlich halten. Aber das haben beide ja sehr gut geschafft. Also beide Mediums eben noch auf dem Feld. Ist ja auch geplatzt? Nee, der lebt noch. Ein Lux steht ja noch im Hardcap. Ich würde sogar behaupten, wenn der jetzt platzen würde, könnten die Allies auch bzw. die Grounds jetzt anfangen wieder zu cappen. Ja, aber da ist natürlich eine geringe Chance nur für, weil der Lux steht da wirklich sehr gut. Also man muss wirklich um die Hecke rum, um ihn überhaupt angreifen zu können. Oder man legt halt eine Satchel, aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Ja, weil infanterietechnisch ist weder WTH noch die Greyhounds stark vertreten hier im Cap-Bereich. Das ist natürlich auch eine richtige Deadzone wegen der ganzen Artillerie. Aber man sieht der Meatgrind-Spot trotzdem weiterhin rein. Und es wird angecapped, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Das contestet gerade, ja, also es ist wirklich ein enges Ding. Also auf jeden Fall, wenn der Lux da irgendwie entfernt wird, dann sieht es wieder gut aus für die Greyhounds. Man sieht jetzt auf jeden Fall auch die Druckverlagerung von der rechten Flanke kommen. Wir haben da Kadaver, Fenja, Sten und Boto. Jetzt gegen Abu. Kadaver nimmt Abu kurz einen Prozess raus, pusht jetzt auch den OP. OP ist raus und jetzt wissen alle Bescheid, was eigentlich abgeht. Panzer 4 hier wohl stark gedamaged. Eieiei, das sind 3 Mann Reparatur, das ist eine Ansage. Aber auch der Sherman hinten am Reparieren. Und das Cap geht jetzt los, trotzdem, dass der Lux noch da steht. Der Lux jetzt aber eingesmoked von der eigenen Arti, nee, von der Greyhound Arti, so wie es aussieht. So oder so, gutes Mal. Baut sich da jetzt hoch. Jetzt die Satchel von Alex. Könnte in der Reichweite liegen. Aber, oh! Ich dachte gerade eben schon, dass... nee, nur das Symbol raus. Jetzt bin ich gespannt, ob der Lux jetzt platzt. Ja, also es scheint ja so, als würde er sie auf jeden Fall sehen. Ich würde jetzt einfach denken, sie fahren weg oder versuchen. Nee, ich glaube, er sieht sie nicht. Ich glaube, der sieht gerade gar nichts. Okay, es sah so aus, als würde er wirklich präzise auf die Satchel schießen. Ich glaube, der sprayt einfach nur, weil jetzt gerade gesmoked ist. Und jetzt gucken wir mal. Reicht es? Es reicht nicht, aber der müsste doch gedamaged sein, oder? Oh, der qualmt jetzt aber ordentlich. Ich denke auch, doch, da kommen ein paar Flämmchen. Da kriegt doch noch eine Seite von Walle noch einen rein. Oh, und der P4 kommt jetzt rein. Okay, ja, Medium wird auch ins Hardcap gezogen. Ja, das ist natürlich immer noch eine Menge Cap-Power, die da jetzt einfach drin ist. Ich weiß nicht, ob der P4 im Hardcap ist, aber wie gesagt, dieser nervige Lux ist es auf jeden Fall für die Greyhound. Und der Lux eben auch gerade unter Reparatur jetzt. Das ist natürlich wild, dass man den einfach so reparieren kann gerade. Ja, das ist halt dieser Hacker. Also wie gesagt, eine sehr gute Position vom Lux, kann man ja anders sagen. Mal gucken. Halt eben das, was man mit einem Light Tank auch machen will. Also auf gar keinen Fall sich irgendwie präsentieren für den gegnerischen Medium oder die Heavy. Bei der linken Flanke sieht es natürlich ein bisschen kritisch aus. Die Jungs hier WTH stellt sich gut hin, nehmen hier jetzt diese ganze schöne lange Hecke ein und müssen einfach nur die Gegner jetzt davon abhalten, ranzukommen. Natürlich der Migrant immer noch hart am Stottern. Jetzt haben wir den Panzer, der kriegt direkt einen Turmschuss rein, beziehungsweise einen Abpraller in die Wanne rein, schießt aber einen Abpraller zurück auf unseren. Aber auch da wieder ganz typisch für die Meta, diese spielen wirklich einfach nur mit Hardcover, einen Schuss wagen, sobald du einen reinkriegst, wieder hinter die Hardcover und warten. Jetzt musste aber noch ein Atela irgendwie rankommen. Aber er ist jetzt auf jeden Fall genau vorbelastet, weil da reparieren mit dem Arti-Beschuss und so, ob das so einfach ist, weiß man auch nicht. Aber solange die Arti da weiter reinhält, kannst du das Cap auch nicht kaum noch kriegen, weil jetzt kommt die nächste Spawnwave rein. Eieiei, Pierce Farm, Alter, was für ein Gebumse hier ums Cap herum. Ja, hatten wir ja am Anfang kurz, also Panzer und Arti müssen da auf jeden Fall auch den Großteil, sage ich mal, arrangieren, weil die Infanterie wird halt einfach nur zerballert. Das sieht jetzt schon wieder sehr gut aus.
Jetzt haben wir Liquid mit seiner Chance, die Zettel dran zu kriegen, und das schafft der Junge. Und das ist dran, und jetzt müsste sie ja eigentlich nur noch abstehen. Und da steigt der Scrub jetzt aus, das ist jetzt gefährlich. Oh! Und der wird direkt von der Artillerie zerfetzt. Das ist natürlich der Bonus von der Artillerie. Nicht nur die Infanterie hat schwer, an die Tanks ranzukommen. Wenn sie einmal dran sind, wird es auch schwer, die Satchel wieder runterzunehmen, wenn da eben die Arti immer weiter reinholzt. Aber wenn jetzt der P4 noch ganz komisch fährt, könnte er vielleicht sogar... Oh, kriegt jetzt noch sogar einen Schuss rein und Platz. Jetzt haben wir nur noch den Lux hier drin im Cap und der Panther müsste ja jetzt auch anfahren. Da kommt der erste Panther. Mit einem Tank-NG drauf. Man glaubt es kaum. Da steht auch schon die erste Repair Station. Alles einsatzbereit. Der Sherman jetzt auf dem Rückzug. Der, man sieht ihn so ganz leicht. Aber der wird gleich so einen Schuss kassieren vom Panther. Ja, Panther macht ja aber auch einen Gamble. Also wenn der Panther jetzt zuerst einkassieren sollte, hat er wirklich sehr wenig Cover. Im Gegensatz zum Sherman, der halt... Okay, never mind. Das war nur der Medium. Ich dachte tatsächlich, wir hätten es hier schon mit dem 76er. Nee, das war immer noch der Medium. Wir haben den ersten dann 76er jetzt auf der rechten Seite. Im Kornfeld. Oder okay. Hä, bin ich blind? Ich sehe nicht. Ich höre ihn. Hallo, da ist er. Wo ist er? Da ist er. Aber da sind nur zwei drin. Ich weiß nicht, wo der Kommandant ist. Naja. Vielleicht am Scouten mit dem Fernglas. Kann immer gut sein. Da ist doch schon, schießt doch was Zweites. Der Pack. Gebaut von Sir Kartoffel. wollte man ihn gerade spotlighten. Auch natürlich rausgenommen. Aber hat, glaube ich, noch ein paar Hits draufgesetzt. Aber der Tank-NG auf dem Rücken vom Panther repariert das ganze Ding einmal wieder hoch. Jetzt haben wir hier Manusa Pisi gegen Holger und Reinhard. Nick Lelelele kommt da jetzt auch an. Und ich habe jetzt so ein bisschen drauf geachtet die ganze Zeit, auf das Midcap oben in der Anzeige. Also es ist die ganze Zeit contested. Also es fehlt wirklich nicht viel. Es ist ein Hin und Her. Genau, also... Also quasi, wenn eine Spawnwave reinkommt am OP, dann wird gecapped. Schau dir das an, jetzt ist hier alles wieder voll mit Allies. Aber die Flanken fehlen. Genau. Also wunderbar reingepusht vom Meatgrind, aber es ist halt wieder die Frage, wie lange das Ganze hält bei diesem Arti-Beschuss und immer noch dieser nervige Lux. Das ist, ich verstehe es nicht, wieso es keiner versucht, da eine Smoke hinzuwerfen und dann einfach mal eine Satchel hier dran zu bringen, an die Hecke. Ich weiß ja nicht, was daran so schwierig ist. Da muss man jetzt auch mal als Kommentator flamen. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich schwieriger als gedacht. Ich weiß nicht, die Arti, die da, also diese Straße da in der Mitte zwischen den beiden Häusern, die war ja eben permanent unter Beschuss und deswegen, das ist ja genau da, wo du, wenn die Satchel haben willst, deswegen. Ja, jetzt gerade ebenso, seit den letzten 20 Sekunden, die du gerade geredet hast, wurde einfach gar nichts wegen Arti da reingeballert. Guck mal, wie ruhig ja, das hier ist. Ja, es ist irgendwie, jetzt haben sie aufgehört extra, wie, ich merke das schon. Jetzt Wuti hier alleine gegen Hami. Hat doch die Smokes in der Hand. Hami macht kurz einen Prozess. Wird natürlich und jetzt von der Arti weggenommen. Echt? Da ist sie doch wieder. Sisse hat doch gar nicht so lange gedauert. Aber der Lux steht halt immer noch. Liquid Larry jetzt mit der schlauen Idee, da mal eine Satchel dran zu legen. Schau dir das an. Oh, der Junge macht's göttlich. Leg sie doch ab. Mein Gott, legst du doch einfach auf den Boden. Au, au. Aber Walle schießt den Ding noch einen Arsch mit der Rocket. Eieieiei. Dieser eine Lux, der sorgt gerade die ganze Zeit dafür, dass das Cap nicht durchläuft. Das ist Wahnsinn. Ja, also reine Cap-Power. Ich glaube, Kills machen die Jungs jetzt auch nicht sonderlich viel, aber das ist ja völlig egal, wenn du da erstmal als Bunker, sag ich mal, mit im Cap stehst. Hier oben haben wir noch und Jacob. Ja. Der die ganze Zeit den Solo-Puma macht und der sprayt einfach nur AES rein ins Hardcap. Ja, wer weiß, vielleicht waren dann manche Dinge, die wir als Arti-Shell gedeutet haben, tatsächlich dann eine Puma-Shell. Macht aber insofern auch keinen Unterschied. Mhm. Und hier haben wir so vereinzelt Greyhound-Squads über die Flanke ankommen, die natürlich AA-Network hier noch contesten gegen WTH. Hier steht die eine Garni im Graben. Die sollte natürlich noch erstmal rausgenommen werden, bevor man da rangeht. Kyle wird da rausgenommen von Bayram. Und Kalgon jetzt als letzte Vorhuter. Ab geht die Party. Und der Angriff fängt so langsam, glaube ich, auch an, als aufs nächste Cap. Wir haben hier den White Flank Versuch von Wazu. Mhm. Und der versucht sich hier langsam durchzuschlingeln. Dass er natürlich Rüde Lagarde einen guten OP hinkriegt über Kettle Sheets, denke ich mal. Da haben sie auch. Würde ich jetzt aber überhaupt Supplies irgendwo abgeworfen, dann eine Red Zone gar nicht hochzubauen. Ja, man hat Reed auch schon auf dem Weg gesehen in der Dev. Vielleicht hat er da was gesehen und reagiert jetzt. Der Lux lebt immer noch.
Wurde da jetzt mal eine Satchel gelegt? Nein, immer noch nicht. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt APK. Aber mit der Bar als Assault. Das wird nichts. Das Automatic Rifleman. Buschbums, ja, kommt da jetzt? Der Lux ändert wirklich gar nichts an seiner Pose. Jetzt im Gegenteil, hat sich vielleicht noch ein bisschen weiter vorbewegt, um wirklich gar keinen Schusswinkel vom Open Field zu ermöglichen. Der APK hier gerade mit einer guten Killingspree kann jetzt auch da den OP pushen. Wenn er den OP rauskriegt, wäre Gold wert. Und er kriegt den OP raus. Sehr gut. Jetzt auf der Verfolgungsjagd auf Bertus. Ah, sieht er ihn? Ja, da hat er ihn. Wunderbar. APK jetzt hier mit drei wichtigen Kills im Hardcap-Bereich. Hier kommt Rydal X. Setzt den neuen OP. Oh, und da wird APK von der Arti ganz komisch noch getroffen. Weiß ich auch nicht. Den maximalen Radius gut ausgenutzt, ja. Hier haben wir Abu mit der K98 jetzt im Nahkampf. Nimmt er auch noch Salat-Hops? Jetzt hab ich Sins, was machst du Sins? Und dann lässt er ihn weg! Oh wow! Oh wow! Da kommt der okay. Bombing Run. Von BTH. Einmal quer übers Cap. Ja, das ändert den Erfahrungswert für den Meatgrind in den letzten 20 Minuten wahrscheinlich kaum. Es sind Explosionen, die sie töten. Das hatten sie jetzt auch schon 20 Minuten. Da tut so ein Bombing Run psychisch auch nicht mehr so weh. Von links ab, von links. Hinterm Haus. Ich lasse jetzt die Frage, ob man da durchsprayen kann, einfach durchs Holz. Da bin ich leider zu, da bin ich leider ein Noob, muss ich ehrlich sagen. Habe ich schon lange keinen Headed Loose mehr gespielt. Das zu beurteilen. Ja, ich als Panzerfahrer halt mich da auch bedeckt. Aber jetzt hier WTH stark im Hardcap, drückt jetzt gerade die Greyhounds immer wieder raus. Sieht in der Tat gefährlich aus. Der erste OP fällt Zahnsofa mit seinem Back-OP, der hinter dem Fuel-Tank noch, wird aber jetzt von vier Leuten gepusht. Vielleicht kommt noch eine Spawn-Wave rein, aber das sieht richtig gefährlich aus gerade. Wenn der OP jetzt fällt, ist der komplette Angriff weg und Bruce Willis spawnt nur noch rein und das war's. Wird von Heidi kurz platt gemacht und damit ist der letzte OP jetzt vorne im Midrun gefallen. Ja, das sieht jetzt alles sehr rot aus in der Tat. Und dann sehr stark gespielt gerade vom WTH. Die komplette Kontrolle über das Cap gerade geholt. Die rechte Flanke vom WTH auch gut am Vorn drücken. Und jetzt fehlt nur noch links. Wieder auf AA Network. Aber guck mal, wie auch vorne schon gecallt. Hier oben auf dem anderen Dach sitzt jetzt schon das erste MG. Mhm. Cognito. Ah, die Sichtweite bzw. den Winkel, den du abdecken kannst, das ist einfach krank. Versuchen die hier vorzupreschen, kriegen direkt Schüsse von der Seite rein. Maynard wird von frontal geballert? Ich hab's gerade nicht gecheckt. Ja, muss eigentlich auch nicht wirklich gesehen. Ja, bei dir ist es ja noch was anderes so. Im Discord-Stream, ne? Das ist. Ja, die Quali ist manchmal eh so. Ich muss da manchmal vertrauen, was du sagst, weil selber ist es dann schwierig zu sehen. Oh, und jetzt hier, oh, ein dicker Fahrfehler. Oh ne, wir haben hier einen aggressiven Lux, der hier gerade reinpusht. Könnte es derselbe Look sein, der gerade schon. Ne, man ist ein Zweimann-Look. Doch, aber der eine, der repariert hat, ist ja auch geplatzt. Oh, jetzt sind's okay. Da ganz gefährlich mit der Pack. Erstmal schön an den Öltank angedockt. Jetzt haben wir. Oh, da steht die Gani auch noch. Eieiei, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dass der Stuart da einfach so frei rumfahren darf. Kann die Symbole leider auch nicht so gut sehen, aber ich sehe tatsächlich, glaube ich, keinen Atela in der Nähe. Das ist richtig. Wir haben hier einen Supplier, einen Rifleman und einen MG noch stehen, mehr aber auch nicht tatsächlich. Da fährt der Lux jetzt einfach wieder weg, aber Sins kommt jetzt mit der Rocket. Den Ding ein in den Arsch. Der Motor ist raus. Schön. Ja, die Karre steht, das ist jetzt schwierig für den Lux. Oh, jetzt Ginger Scout, aber kann den Schuss gleich einmal tanken? Oh! Nee. Dann nimmt Sins den Lux hops. Das müsste aber wirklich der Lux gewesen sein, der von Anfang an noch gelebt hat. Ja, also ich denke, sonst gibt es zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich einen Grund, einen Lux zu spawnen. Sorry, aber das soll ja wieder. Geil, jetzt hier sehen wir den ersten Stuart wieder ranpushen, der jetzt den Infanterie mitdecken soll. Haben wir Kamunix und Peasy.
jetzt da gegen die Luft kämpfen, sage ich immer, wenn man in der Atmung kämpft. Hat, die HE hat links auf jeden Fall gut erwischt. Ja, jetzt muss die Inf natürlich mit nachpushen, dann kann man mit dem Stuart gut Druck aufbauen. Dann haben wir hier, jo. Wo haben wir denn hier, eine Pack haben wir hier. Black Swan, der Squad Lead. Irgendwas schießt er dagegen. Gegen was schießt denn der? Ach, guck mal. Ich glaube, der Lux steht aber immer noch genau da, wo er eben stand. Tatsächlich. Das war doch ein anderer Lux. Da ist er immer noch. Auf guter alter Posi. Das gibt's doch nicht. Und der Panther ist hier vorne am Pieken. Mhm. Haben wir den 76er mittlerweile nochmal ein Update? Oder ist... Wir haben hier einen hinter der Hütte, der sich gerade repariert. Dann haben wir hier die Pack, die noch drauf drückt hier auf den Panther, denke ich mal. Wir haben hier noch eine Pack auf der Main Road und den anderen 76er. Das heißt, zwei 76er, damit kann man ja auf jeden Fall arbeiten. Der Lux verlässt jetzt endgültig mal seine Hardcap-Posi. Kriegt doch einen Schuss. und kriegt direkt die Strafe dafür, ja. Der Hass, der hat gerade nochmal den kompletten Hass gespielt bekommen. Boah! Abpraller. Oh, Schuss. Nee, ich glaube, das war, oder? Das war ein Abpraller. So, okay. Von der Pack aber. Und der schießt ja auch direkt zurück auf die Pack. Blackspawn, normal, hat auch nochmal Hit gesetzt auf den Turret. Ich wollte gerade sagen, aber der dampft schon. Nee, das war, glaube ich, das waren jetzt zwei Hits. Also der Panther muss jetzt wirklich Hass geben nach hinten. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ja, gegen so ein Haus Open Field anlaufen, das ist natürlich der Traum. Das macht richtig Spaß. Also wenn ich die Arti nicht kriege, dann die beiden Jungs mit ihren 2000 Schuss. Der hat ja gar keinen Bock drauf, jetzt zu spielen, so wie es ist, wenn ich sowas... Ja, ich, selbst wenn ich spiele, ich sitze immer in so einem Blechding da. Jucken mich MGs nicht so, aber ja, ich kann es mir nur... Ich meine, jeder kennt es public. Gegen gute MGs zu spielen oder noch mehr gegen gute deutsche MGs zu spielen, ist halt einfach die Hölle auf Open Maps. Oh, Abu! Abu schießt daneben und Stellar dreht sich um und gibt den Frag. Auch nicht schlecht, das sieht man auch nicht immer alle Tage. Ich fände ja jetzt hier vorne an der Buschreihe. Oh, schöner Schuss da. Und auch frontal der Migrant rennt auch wieder an. Ist natürlich jetzt absolut Pain, da jetzt wieder ranzukommen an die gleiche Position wie vorher. Ja, und wir haben ja auch eben das Haus gesehen. Also die Jungs müssen sich noch mit den zwei MGs und einem Panther auseinandersetzen. Das ist... wird angekippt. Tatsächlich, ja. Es wird angekippt. Der eine Tank ist in Softcap gepusht. Beide sind in Softcap. Beide Tanks sind in Softcap. Ja, sehr gut. Und der Stuart arbeitet sich immer weiter an der Flanke vor, zusammen mit seinem Imp-Squad. Auch gut zu sehen. Warte, das so, gucken wir uns jetzt mal an, was die hier vorhaben. PZ und Carmonix, die beiden wilden. Ja, ich glaube, da hat jemand Blut geleckt, vielleicht für einen Panther. Ne, jetzt rennen sie wieder ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen die? Wollen die gar nichts jagen gehen oder was ist deren Auftrag gerade? Auf jeden Fall immer wichtig beim Stuart, immer in Bewegung bleiben, gerade wenn er nicht genau weiß, wo die Gegner sind. Jetzt wird's richtig interessant. Wenn die jetzt hier links reinfahren, oh, und die fahren links rein, der erste ist down, Sideshow kriegt jetzt noch Glück, dass die MGs daneben schießen. Eieieiei, dreh den Turm ein! Oh Gott, was passiert hier? Ist nur ein Engineer, aber macht Work, also nimmt auf jeden Fall ein paar raus. Und auf jeden Fall auch der OP ist raus im Cap, der Stuart pusht jetzt durch. Das ist richtig, richtig stark auf jeden Fall, ja. Und hier steht noch die eine Garni. Jetzt muss er aufpassen, ich glaube, jetzt biegt er gerade auf die Pantherstraße ein. Ja, das hat er auch gemerkt und fährt direkt sehr schön gefahren auch, muss man da sagen. Ah, und da ja, kommt der Nachteil des Stuarts zum Tragen, AT von vorne ist trotzdem GG. Da sehr schöne Schüsse von Frontan und Kurius. Beide mit ihren Raketen rechtzeitig und schnell am Start gewesen. Jetzt natürlich aber auch die Infanterie muss den Raum jetzt nutzen, den PZ und Carmonix da geschaffen haben. Uiuiuiuiuiuiui. Redcon holt sich ein. Nee, das war von Kartoffel, glaube ich, ein Frag. Oh, sorry. Bin mir aber nicht sicher. Die rechte Flanke rückt jetzt auch näher ran und wir haben den Meatgrind, der näher rankommt. Die Inf macht Progress. Ich bin mir sehr sicher, dass sich aber Kartoffel und Redcon eh alles brüderlich teilen, bestimmt auch die Kills. Da ist mir keiner böse. Okay, das war jetzt ein... Okay. Hab ich gehört. Okay. Ja, auch da wieder, ne, man sieht's, immer wieder Contest, dann wieder zurück in eine rote Kontrolle. Und wieder ein Cap, ja. Also es ist wirklich ein Hin und Her tatsächlich, aber ja, Pierce Farmer. Jetzt kommt Stuka. Nicht anders erwartet. Oh ja, die sucht einen 76er wahrscheinlich. Und verfehlt ihn haarscharf. Das war knapp. Jetzt aber hier das Duell zwischen dem Panther und dem 76er.
Wenn ich mich da jetzt nicht irre, hat der 76er tatsächlich gar keinen Damage bekommen, weil der Precision Strike auf der anderen Seite der Kiste gelandet ist, was natürlich wieder... Oh. Ja, aber der Panther weiß auf jeden Fall. Man sieht den Panther ganz leicht, aber das kann ich natürlich nur sagen, aus meiner Perspektive. Ich glaube aber auch, wenn der Panther hier hinschießt, wird er einen Abpraller frontal ballern, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Genau, also wenn er die Frontplatte aus dem Winkel erwischt, wird es auf jeden Fall bouncen. Die Frage ist halt, ob er die Seite kriegt oder den Turm, der tut es ja auch notfalls. Ja, schöner Feuerwechsel da. Das ist auch eine ordentliche Distanz. Alter, guck dir diese ganzen Repair Stations hier hinten an. Ja, WTH hat auf jeden Fall gut vorgesorgt an den klassischen Hacken-Peak-Positionen. Das sieht man hier ganz gut. Aber der Panther kriegt ihn nicht ganz rein. Also man sieht auf jeden Fall... Ich glaube, das eine ist die Pack, die da gerade hochballert, die die Straße runtersteht. Und eine schöne Satchel, ich weiß nicht, von wem die war. Auf jeden Fall sorgt die gerade nochmal für ein paar Kills im Hardcap-Bereich. Oben an der Flanke jetzt wieder an den Hecken, da fighten sich die Greyhounds gegen die WTH ab, Leute. Und da oben sieht immer nach hin und her aus. Wird wieder zurückgepusht von WTH, genau. Wir hatten aber vorher einen Push von den Greyhounds. Also auch da ein Hin und Her ist das halt wirklich ja noch nichts entschieden. Das sieht man ziemlich deutlich. Bin ich mal gespannt, ey. Ja, es ist halt irgendwie immer ein Hin und Her hier, ne? Also, man sieht halt, die Jungs versuchen es ranzukommen, werden aber auch gut rausgehalten immer wieder von WTH. Die WTH-Leute machen immer wieder ihre Druckverlagerung. Und da ist unser Freund der Lux wieder auf altbewährter Position. Hat er sich jetzt wirklich Munition geholt? Ich will es nicht ausschließen. Also das letzte Update war ja, er ist weggefahren, hat einen Hit kassiert und war dann Richtung Hauptstadt. Vielleicht einfach nur die Gurte gewechselt, ja. Krass. Aber wie gesagt, ist auch wirklich eine super schwer zugreifliche Posi vom Lux da. Ach, hier haben wir auch den Kommandanten heute von der WTH-Seite, Oscar. Oscar übernimmt heute das Ruder, nimmt dann noch die Jungs jetzt von hinten ab. Also das sieht nicht gut aus. Jetzt nimmt der Belos da noch raus. Schade. Meine chemische Lage. Und jetzt Stannard und Maynard. Alter, Oscar räumt hier einfach auf. Oscar will Maschinen. Commander einfach selber in die Hand. Und kriegt da einen Schuss vom Panzer rein. So viel dazu. Trauriges Ende. Da sieht man jetzt. Boop. Ah, da steht der zweite 76er. Der ist auch schon eine ganze Zeit, glaube ich, jetzt unterwegs. Ja, da kommt jetzt schon der dritte 76er jetzt mit Kohlekumpel Camonix Pisi. Jetzt haben wir drei 76er auf dem Feld. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so richtig gecheckt, ob jetzt auch mal ein Panther geplatzt ist oder so. Nee, tatsächlich nicht. Das wäre jetzt so die Frage, weil ich meine, WTH ist immer noch in Lux unterwegs und einen Panther haben wir gesehen. Warte, jetzt passiert hier was. Es passiert was. Der Panther rückt jetzt vor. Und jetzt repariert Zengi mit seiner Crew gerade sein Panzer. Das heißt, wenn der Panzer gleich nicht markiert wird von der eigenen Impf, weiß niemand, dass der sich gerade bewegt hat. Und das ist dann immer ganz eklig, wenn die Jungs auf einmal ganz woanders stehen. Da kommt der nächste 76er von oben. Man hat ihn da oben an der Titte gesehen. Panther immer noch super offensiv. Fährt jetzt. Aber Panther auch sehr komisch den Turm eingedreht gerade. Und da oben. Oh Pisi! Mit dem Abpraller. Ja, aber auch selbst wenn der gesessen hätte, keine Chance ihn rauszunehmen, der wäre halt einfach... Oh, jetzt kommt nochmal eine Chance, da nochmal einen Hit zu landen. Ja, er wird sich jetzt hier eindringen, genau. Oh, noch einen schönen Arschschuss da nochmal reingeballert. Aber, jetzt muss die Impf regeln. Arsch tatsächlich, ja, Wanne. War Wanne? Ich meine, es sieht super schwierig zu sehen von mir aus, aber... Jetzt war sehr weit unten, also hätte auch Kette sein können, aber da sie jetzt sofort rausgehen zum Reparieren, würde ich einfach tippen, es war Wanne, weil für Kette machst du dir eigentlich nicht die Mühe, in so einer Situation jemanden rauszuschicken. Ja, man sieht aber auch jetzt WTH wieder stark vertreten im Hardcap, pusht jetzt aber auch wieder Richtung OPs, um die rauszunehmen. Wir haben immer noch den Lux und den Panther jetzt im Hardcap-Bereich. Ja, man sieht es halt wirklich, ne, identische Position praktisch einfach hinter einer Ecke gestellt und um Teufel versucht einfach das Cap zu halten. Wenn das jetzt natürlich ein Greyhound da spitz kriegt, wie die Jungs da gerade stehen, ist das natürlich auch sehr lecker für einen Precision Strike. Ja, Precision Strikes, weiß ich nicht, ist immer so absolut komisch.
alleine der Allies-Ding, der kommt nicht direkt von oben, sondern wie so Raketen von der Seite oder beziehungsweise wie so Bomben von der Seite. Und die können auch überall wieder hängen bleiben. Also es ist absolut genau. Manchmal auch Coinflip. Auf jeden Fall, ja. Also es gibt da ja noch diese eine Szene, dass wir auch mal ein Match hatten als Greyhounds, wo wir, also wir, unser Tank wirklich point blank so einen Strike kassiert hat. Also es hat überhaupt keine Berechtigung, dass wir den überlebt. So, jetzt ist der Aufklärer rüber. Der Panther sowie auch der Lux sind beide markiert, beide gespottet worden über den Aufklärer. Alle wissen, was Sache ist. Jetzt müsste aber auch nochmal eine Satchel kommen, vielleicht an die Hecke dran. Sins versucht es jetzt. Der Lux sprayt da so ein bisschen rein. Wir haben hier jetzt aber auch BTH über die linke Flanke stark am Angreifen. Drücken da die rechte Flanke raus von den Greyhounds. AA-Network liegt auch vollkommen in den Händen von den WTH-Boys und hier pusht der nächste Lux. Es wird angekappt jetzt tatsächlich. Mal wieder. Nicer Drift, ja. Einfach mal zeigen, was man kann. Oh, ich hätte jetzt so gefallen, wenn er jetzt Boot überfahren hätte. Das wär wirklich jetzt der krankeste Finishing-Move gewesen mit dem Drift. Ist ja so feierlich gewesen. Aber ja, das... Die Greyhounds ketten gerade also, an. Kann man ja mal festhalten. Also es ist ja erstaunlich wirklich, wie WTH immer weiter mit Lux hantiert. Und jetzt Sins hier mit seiner goldenen Stunde. Ich verstehe es einfach nicht, ne? Also, warum da niemand mal eine Satchel einfach hinlegt? Jetzt kommt der erste Rocket-Schuss in den Arsch vom Panther. Jetzt müsste er als Panther-Crew Ärger kriegen. APK jetzt aber! Gerade geflamed, kommt direkt dran mit der Satchel, genauso wie Kev jetzt auch. Und Airbounce, das ist natürlich bitter. Zweiter Schuss wäre ein Rocket, wäre ein Motor aus gewesen. Oh, Kev legt sich hin, Kev macht schlau. Ah, wunderbar. Oh, gedeckt hier. Ja, okay, gut. Die hat man nicht gesehen. Und der Panther bedankt sich bei seinem Retter. Mit einer HE-Schelle. Oh mein Gott! Oh, aber nice, den Winkel bekommen. Wunderbar. Ja, schön vorgepusht da vom 76er. Der Pisi und Kamunix. Ich hoffe, das war abgesprochen sozusagen, weil wenn, dann war es wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Gute Arbeit war es aber so oder so. Müsst ihr eigentlich mehr rausnehmen? Ja, auch da. Proximity-Kommunikation für OPs ist auch immer wichtig. Panzer muss ja nur kurz nah dran fahren, dann ist Schluss. Ihr könnt außen um den Kartenrand rumlaufen. Pass auf, wenn ihr rumfahrt. Da wichtige Calls, Kartoffeln mit dem wichtigen Kill. Jetzt kommt Knicklilil mit der Rocket. Kriegt ja einen Schuss jetzt rein. Alex aber an stark, Alex klärt das Ding. Das sieht ziemlich weit unten aus, ich glaube, das war Kette. Und jetzt sieht das gar nicht mal so schlecht aus hier gerade für die Greyhounds. Nee, ankappen, die Panzer oder beziehungsweise der Panther ist auch raus. Unser Lux-Freund ist aber immer noch in Game und steht. Aber nicht mehr lange, Kev kommt jetzt, Kev ist da. Kev mit der Satchel hat das Ei dran gelegt. Sehr schön. Das sieht gut aus für die Greyhounds gerade. Ja, sehr gut gemacht. Wie gesagt, auch sehr gut von den Tanks da gemacht. Allgemein kann man auch nochmal sagen, ne? Also wir haben jetzt die Greyhounds mit 376ern auf dem Feld. Da wurde nicht überhastig reagiert und irgendwie Heavies verheizt. Wenn sie noch auf dem Feld sind. Man hat sogar hier sogar schon den vierten stehen. Also man hat schon 476er jetzt am Start in der Theorie. Lux ist raus, aber WTH fängt jetzt wieder an zu deffen, da mehr Softcap-Power gerade da ist. Und Hardcap ist dünn besiedelt tatsächlich. Da müssen die Greyhounds jetzt mal gucken, dass sie ein bisschen passiver im Hardcap-Bereich spielen. Von links unten schießt doch irgendwas Deutsches noch rein. Da, das ja, ist glaube ich immer noch der Puma. Oder zumindest kommt jetzt hier der nächste Panther. Da steht hier immer noch ein Puma, aber ich glaube nicht. Und die rechte Flanke hier sehr stark. Aber es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde das Cap fallen. Oh, da ist was geplatzt. Ich glaube, das war der 76er. Ja. Aber man hat den nächsten 76er ready. Ich wollte gerade sagen, Heavys verlieren ist ja nicht und so das Problem, solange du noch... Bomber kommt jetzt von WTH, um das ganze Cap noch zu deffen. Ja, aber Cap ist weg. Cap ist weg und somit steht es jetzt 3 zu 2 für die Greyhounds. Auch aber schon da unten am Gleiterteil steht auch ein 76er, der jetzt einfach noch sichert ein bisschen. Wo, ich bin links, lost. Links, da vorne, ja genau, da ist er. Sehr gut. Zengim mit seiner Crew, schön das Hardcap am Absichern. Aber er weiß doch nicht, dass ein Panther frontal kommt und er kokelt schon. Ja, jetzt dreht der Turm ein und der Panther kommt gleich hier vorne. Wo sind hier die Attela?
Ja, aber auch der Panther hat schon eine sitzen, da ist auch... Das stimmt, Fenja nimmt jetzt den Rocket Launcher in die Hand. Fällt aber leider. Und WTH stark wieder am Recappen. Oh ja, und da hinten. Also komplett im Rücklauf praktisch wird ja auch jede Menge rote Punkte sichtbar. Jockey. Und The Bertus. Das Cap wurde gut geholt, aber dennoch geht WTH wieder fürs Recap. Sehr stark vertreten. Die ganzen Squad-Leader, man sieht sie alle anlaufen. Und ihre OPs, wenn die gleich stehen, das wird richtig gefährlich. Ich komme nicht auf diesen Lux klar, ne? Ist das wieder ein neuer, oder? Das ist ein neuer jetzt wieder, ja. Der andere ist da geplatzt. Okay. Ja, also krass, dass WTH so auf Lux spielt. Das ist, jetzt versucht Senge den Peak auf den Panther. Und der Panther repariert sich gerade. Dicke Spawnwave an Nagani kommt durch. Jetzt wird erstmal vorab gedefft. Aber trotzdem, Rückraum noch nicht sicher. Rücklauf von hier kommt immer noch. Man hat über die linke Seite immer noch stark WTH vertreten, da oben im Getreidefeld. Ja, Jockey und The Bertus werden natürlich auch schön jetzt ansagen, wo Senge da gerade steht. Die haben komplette Sichtlinie. Da kommt der Panther jetzt. In von den Grounds, nein, ja. Panther fährt vor. 76er direkt nach links ein. Panther jetzt aber auch parkiert vom Commander. Ja, markiert. Und da ist eine rote Flare. Und es wird vorne angekippt. Hamlet wird eingekippt. Oh ja. Die Death von der WTH vertreten und auch das Springer Squad. Ja, und da ist WTH raus. Die OP stehen gefährlich. Auf jeden Fall müssen die jetzt zusehen, dass das Cap weiterhin frei bleibt. Das Panther-Duell gegen den 76er ist jetzt noch wichtig hier vorne. Oh, Senge jetzt auf der Hauptstraße. Der Lux und der Panther. Auf jeden Fall, spätestens jetzt ist der Panther bekannt durchs Schießen. WTH sehr gut hier wieder Alarm rauspushen. Jetzt haben wir Wanne. Wanne mit Thompson. Kai Essential dabei. Aber gefährlich. Das reicht, um dass der Panther sich einmal umdreht. Oh, das ist gefährlich. Eventuell ein Winkel zustande. Nee, sie sind tatsächlich genau gerade so ein bisschen im toten Winkel voneinander. Sieht immer so leicht aus von oben. Aber das ist es dann bei weitem nicht. Zetschel gut gewesen vom WTH, oh, gar nie rausgenommen. Da war gerade noch ein dritter Schuss im Spiel. Da oben ist er, da oben sieht man ihn. Der Tiger! Auch lang nicht mehr gesehen. Tiger, ja. In der Tat. Oh, oh, kriegt aber einen Abpraller auf den Sherman. Der Sherman ballert gegen das Haus, auch wichtig. Jetzt fängt ja hier noch in der Situation, jetzt kriegt der Tiger einen nächsten Hit. Und eine in den Turm, ja, das ist... Der gibt aber noch einen Turm-Hit zurück. Heidi jetzt von hinten. Oh, jetzt wird eingedreht. Oh, schöner Abbrand. Schön, oh, Andrea auf jeden Fall. Aber der Stuck, den brauchen wir natürlich jetzt gerade nicht. Jetzt kommt Heidi mit der Satchel. Und die ist dran. Senge steigt aus. Salat trifft Heidi nicht. Heidi nimmt Salat raus. Links von dir. Und Senge weiß nichts. Senge weiß nichts, was gerade passiert. Jetzt muss man doch wissen, dass da vielleicht eine Satchel dran liegt. Ist sie denn wirklich dran? Ja, ich glaube, da sind die Funk, die Zündfunk. Da die 3 Kilo liegt dran, die 3 Kilo Sprengladung. Und damit platzt jetzt gleich der 76er im Hardcap-Bereich. Jetzt wird's echt ein Cap-Race. Genau, Cap-Race ist zwar da. Schauen wir mal, wie es... das sollte jetzt auch klappen, weil sonst wird's ganz eng. Ja, sollte... Und vorne, hinten wird gedefft vom WTH. Gut gespielt von WTH in der Situation. Und das Cap-Race geht somit an die Hände an WTH. Der Panther und Lux vorne reicht aus, um zu cappen. Und damit steht es wieder 3-2 für WTH. Da hinten sehen wir wieder einen kleinen Stuart in Aktion, der sich wieder zur Flanke aufmacht. Ja, sehr gut gespielt von WTH hier in der Situation. Mit den Tanks ins Hardcap rein, das Ganze ausgleichen an Inf und damit die Inf nach hinten springen kann, um zu deffen. Super gespielt von den Jungs. Sind gut unter Kontrolle gehabt. Sieht dann nach einem richtig aggressiven Stuart aus, wenn ich das kurz auf der Map gerade richtig gesehen habe. Der hat. Es hat vorne angehalten. War eben noch was schneller unterwegs. Das ist ein Solo-Tanker.
Panther jetzt langsam auf den Rückzug. Stimmt wirklich. Oh, und kriegt einen rein tatsächlich. Von oben, von dem 76er. Aber der 76er oben hat auch einen reingekriegt. Der muss auch zurückfahren. Ja, und wie bekannt, der 76er eher als der Panther, weil man hat nun mal diesen beschissenen Reload-Unterschied. Da bin ich jetzt mal gespannt. Den Lux und den Panther immer noch hier im Hardcache. Wir haben noch 47 Minuten auf der Uhr. Es fühlt sich für mich schon an wie eine halbe Ewigkeit. So ein interessantes Battle hier im Peace Farm. Da hat die AT das Reparaturteam ein bisschen. Uiuiui, die AT ist sowieso gefährlich für die Garni da. Ein bisschen weiter nach unten, dann wäre es das auch wieder gewesen mit dem ganzen Spawnwave. Das stimmt. Wir haben jetzt hier auf der Flanke Alex zusammen mit Walle. Immer wenn man drauf geht auf die Jungs, sterben sie. Ja, dann hör doch mal auf damit, nein Quatsch. Hey! Ja, nee, also auch da wieder, ne? Man sieht so, es geht wirklich hin und her. Ja, es ist Duell auf Augenhöhe. Auf der Flanke. Wir haben jetzt einen 76er hier, den zweiten an der Seite und einen Stuart, der hier dran pusht und noch ein Medium, der aus dem Akku losfährt. Leider kann ich so detaillierte Informationen nicht weitergeben aus der Seite der Achsen. Da nochmal die Entwickler, wäre nice, wenn man einfach einen Atemcam beide Seiten sehen kann. Ja, das Feature kommt direkt nach Beseitigung des Loadout-Bugs, glaube ich. Und nach dem Granaten-Bug. Genau. Sind alle Kräfte dran gerade. Ja, und hier halt immer noch der Kampf um AA-Network. Und WTH pusht jetzt von der Seite ganz schön nah dran, tatsächlich. Hier AA-Network... Die OP stehen zwar vorne und hinten, trotzdem kommen die Jungs hier vorne ran. Calgon jetzt hier gegen Fratzel und Bertus. Fratzel nimmt ihn raus. Zarensofer damit in der sägligen Position im Gebüsch. Und ich gehe wieder auf ihn drauf und es stimmt. Ich höre auf. Ja, ich sag's ja gerade. Also irgendwie... Könntest du auch selber schießen. So, vom Aufbau her sieht es jetzt gar nicht mal so schlecht aus wieder. Wir haben die OPs in den Seiten und jetzt muss der ganze Angriff wieder aufgebaut werden. Bis ob man wieder so ein Momentum reinkriegt. Wie vorhin. Der 76er Push an der Seite. Der war richtig gut vorhin. Aber ich glaube, hier vorne dann rausgenommen worden durch die Impfte Gegner. Ja, das passiert halt super schnell. Also man pusht mit eigener Inf. Und wenn die eigene Inf dann einfach erschossen wird, was auch immer, oder OP verliert, dann bist du als Tank halt recht schnell sehr, sehr, sehr verwundbar. Gerade gegen die Panzerschrecks natürlich. Der Panther hier immer noch im Cap am Kokeln. Auch nur zu zweit besetzt, komischerweise. Ja, ich glaube, den dritten haben sie gerade eben verloren durch einen AT-Treffer. Ich weiß nicht, ob es der wieder zurück zum Tank geschafft hat, weil die Garni ist ja... Da ist er gerade, versucht jetzt seinen Weg wieder zurückzukriegen. Vielleicht diesmal ohne Arti-Zwischenspiel. Ja, da ist er drin. Ja, wie gesagt, jetzt muss erstmal wieder alles aufgebaut werden. Jetzt ist da wieder so ein kleines Loch, sage ich mal. Was haben wir hier? Hier haben wir den Medium. Aggressiv jetzt am Vorfahren. Alf und Duba sollten den jetzt aber sehen. Und somit. Wahrscheinlich auch mit einem Satchel Loadout, so wie es aussieht. Nee, das sah nach einem Gewehr 43 aus, ja, so wie er das hält beim Laufen. Also mit dem STG nimmt man das so in die Hand und macht so Schwingbewegungen, wenn man läuft. Ich bin froh, wenn ich hier überhaupt Bewegungen erkenne. ich bin so retarded und denkst so, ich habe eine Cam an und machst du die Bewegung so. Die... Nächstes Mal Facecam dann. Gucken wir uns alle gern deine STG-Bewegungen an. Ja, gerne, gerne, gerne. Sobald ich mir einen Greenscreen leisten könnte, dann würde ich es tatsächlich machen. So ohne Greenscreen ist er komplett trash irgendwie. Weiß ich nicht. So, dann hat man meine Fresse unten rechts und dann einfach nur so noch den ganzen Hintergrund, da wo man einfach gar nichts sieht am Möbeln, weil bei mir alles geklaut wurde. Ist vielleicht gut für die Donations dann. Naja. Ja, ich brauche noch Töpfe. Nee, aber auf jeden Fall... Das übliche Hin und Her. Jetzt Walle sieht man jetzt auch schon mehrfach
mittendrin. Das stimmt, weil der räumt aber auch ganz gut auf hier. Zarensofa natürlich auch, also das ist ein kontinuierliches Anlaufen hier. Und Walle jetzt auf 3 Kills? Die Arti tut ihr Ding. Ja, der eine Lux, jetzt steigt der Panzerkommandant aus, springt aufs Dach. Vor allem auch schlau geparkt hier mit dem Lux, dass man halt direkt hier aufs Dach hoch kann und... Ja, ich wollte es gerade gesagt haben, aber da geht immer noch Arti runter. Kriegt der Kommandant natürlich jetzt zu spielen. Hier jetzt aber auch ein starker Push von WTH. An der linken Flanke jetzt von WTH aus Seite gesehen. Machen sie großen Progress jetzt hier die Buschreihen entlang und kommen mit Rüderlagar auch immer Stück für Stück näher tatsächlich. Liegt aber auch daran, dass die Greyhounds halt hier drüben sind und quasi man sich gerade umläuft. Also, schwierig. Oh, da Salat. Einen hat er. Jetzt Salat hier die letzte Bastion auf der Seite. Indra wird noch rausgenommen von links. Salat jetzt am Pieken. Das müsste jetzt Captain... Oh, sieht ihn, gibt den Hits rein, aber der überlebt das komischerweise. Mit der Loose in der Nutshell und der stirbt die ganze rechte Flanke gerade hin. Ja, das sieht jetzt auch wieder nicht so gut aus, beziehungsweise sehr gut aus für WTH. Ja, für die Greyhounds sieht das gerade katastrophisch aus, wenn man das so sieht. Jetzt kommt der dicke Push, hier gleich die Gali dann raus und dann kommt der Move auf Rüdelagar. Das wird wehtun, wenn man da jetzt nicht umschiftet. Oder man versucht jetzt natürlich Druckverlagerung aufs Cap zu machen. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, sind 2 Greyhound-Tanks an der äußeren Flanke jetzt. Der Stuart und der 76er. Der andere 76er hält sich immer noch ein bisschen defensiv, was ja auch richtig ist. Ich glaube, hier wird damit gespielt, dass der Stuart den 76er deckt. Und jetzt kommt es, glaube ich, zu so einer Situation, wo sich Panther und 76er sehen. Der Panther schießt den ersten Schuss daneben. Und... der 76er mit einem schönen Hit zurück und ich habe ein Abprallergeräusch gerade gehört. Ja, das sieht schlecht aus für den Panther. Jetzt noch ein Follow-Up-Schuss. Oh, noch ein Turret-Schuss. Der zweite in den Turm, genau, das überlebt er jetzt, weil er gerade. Noch ein Abpraller und Sakuti dahinter am Reparieren. Ja, reicht das dritte... aus? Oh mein Gott. Der dritte hätte es besiegelt. Hier ein sehr starkes Duell gerade gegen die. Oh, die zwei Panzer-Crews. Und jawohl, der Panther ist geplatzt raus. Und die Arti Shell direkt auf die Garni Spawn Wave. Eieieiei, das hat weh getan. Damit haben wir noch den 76er. Ja, der Tiger ist hier vorne auch geplatzt und dann haben wir noch den Panther. Ich dachte, wir haben immer noch den Tiger hier hinten rumfahren. Jetzt pusht der nächste Panther vor. Das Cap gerade komplett leer. Weder Greyhound noch WTH. Wir haben nur Imtre da drin rumlaufen. Und die Arti scheppert da einfach trotzdem weiter rein. Man weiß ja nicht, was da rumläuft. So, jetzt muss hier links drüber Druck gemacht. Wir haben einen Attila, wir haben Nick Lelelele, der kommt jetzt hier von der Seite dran, der schleicht sich an, legt sie jetzt auch hin. Alex nimmt die Nate in der Hand. Kriegt da was ins Fressbrett. Jetzt wird's gefährlich, der OP ist auch raus. Und der fiese Attila sitzt da, jetzt pusht er vor, hat aber eine Satchel dabei. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müsste der Fahrer vom... Oh mein Gott! Das ist ein Solo-Tick! Oh, aber da vom Fahrer-MG aus, wer sitzt da drin? Eine Kohle-Kumpel! Achtung, du kannst es... Achtung, Setsu am Stuart wahrscheinlich. Ja, auch sehr schön. Proximity-Warnung geht raus, aber ich glaube tatsächlich, die Setsu war nicht dran. Nee, die wurde nicht angemacht. Hat der Kohle-Kumpel schnell genug getroffen. Jetzt denkt, glaube ich, Red Coon, dass ja, er eine Setsu dran hat. Dran. Ah, doch nicht, er bleibt stehen. Ja, sieht sehr gut aus. Also wenn man die zwei Tanks jetzt irgendwie committen kann aufs Midcap, dann sieht das schon wieder deutlich besser aus für die Greyhounds. Holger und Spuff. Der Black Swan OP ist wieder raus. Spuff und Holger können aber nichts gegen den Stuart machen, pushen jetzt aber weiter vor. Oh, da hat Spuff erwischt. Kohlekumpel, nee, der sehr also, gut. Ja? Ja, genau. Also solange der 76er da steht, ist der Stuart sogar relativ safe. Außer natürlich von AT, da sehen wir auch direkt einen ATler, der sich jetzt wahrscheinlich um den... Oh, okay. Auch gut. So, jetzt ist alles weg. Jetzt müssen die Jungs einen Push versuchen. Aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass WTH gerade einen großen Angriff auf Rüdelagar hinkriegt. Wenn man das so sieht. Gut, ist jetzt auch in der Nähe. Die Aufklärer sprinten hier auch rum. Kann sein, dass die nächste hier gar nicht stehen wird. Der 76er dreht ein und fährt weg. Aber hier war doch vorhin alles rot. Ja, scheint. Vielleicht war es der 76er. Vielleicht lief es auch einfach gut für die Info. Kann man jetzt nur mutmaßen, aber auf jeden Fall sieht das nicht mehr nach dem
Großangriff aus, den sie da noch hatten vor ein paar Minuten. Oh, der Panther hat aber umgeschiftet und ist jetzt auf der Flanke hier. Und hat da, glaube ich, jetzt auch den Stuart im Visier. Und die Rakete bleibt an der Barrikade da hängen, auch wild. 76er okay. Frontal mit AT, muss okay. man nicht versuchen. Die Jungs wissen auf jeden Fall, die hören den Panther. Wilde Barrikade da, auf jeden ja, Fall. Ja, die wurde gebaut von den Jungs hier, von den Greyhounds. Der Panther sitzt da ganz oben quer. Ja, fahr ein bisschen zurück. Fahr ein bisschen zurück, du bist gesmoked. Die sehen dich nicht mehr. Guter Call hier von Alex. Dass der sich mal reparieren lassen kann oder so. Ja, allgemein, das Zusammenspiel auf der Flanke da vor allem von Infantanks war ja heute sowieso schon mehrfach gut. Mal, schau dir das an hier. AP ja, baut hier die Repair Station. Ist ein Traum. Dann haben wir hinten, glaube ich, noch eine Pack oder noch einen 76er. Nee, auch noch ein Stuart. Nee, ein Greyhound. Mike. Da sieht man aber auch schön das Commitment, ne? Wenn du da links jetzt die drei Pack-Wracks wirklich siehst an diesem kleinen Dorf, das ist schon, da wurde ordentlich gehämmert. Jetzt pusht der Panther aber vor. Jetzt bin ich gespannt, ob die jetzt nur denken, dass da jetzt der Stuart steht oder die versuchen noch einen Peak auf den 76er. Boah, ja, die Smoke da auf der Straße macht es natürlich besonders spannend für beide Panzer. Jetzt haben wir da ein kleines Reparaturteam am Stuart dran. Wir haben aber hier Abuse stehen und ich glaube, der setzt hier einfach gleich eine Satchel hin. Das, was ich mir die ganze Zeit schon erhofft habe, dass es einer von den Greyhounds macht. WTH macht es einfach direkt. Ja. Da kommt die Satchel jetzt. Oder? Da, die Satchel liegt schon, oder? Nee, doch nicht. Bin ich dumm? Ne, ich glaube, da liegt noch nichts. Jetzt hat er geswappt. Ich weiß es auch nicht. Kartoffel kommt jetzt. Kartoffel, könnt ihr das Ganze jetzt sehen? Go, Kartoffel, go! Ein Klassiker. Also nicht von Kartoffel, sondern insgesamt. Man kennt die Szenen. Zwei Meter entfernt, trotzdem sieht keiner den anderen. Auf Windmarker hinter dem roten Haus. Ich glaube, da liegt schon eine Satchel irgendwo. Da kommt jetzt so eine Smoke, Nate. Da sind recht viele. Oh! Oh, die AT nimmt nicht nur Stuart-Tourisch raus, sondern direkt noch zwei andere. Und das war der Panther, I guess. Oder war es nochmal ein ATler? Nee, das war. Nee, weiß ich nicht, oder war das das Satchel? Und jetzt kommt der Panther vorgepusht, hat den Turm aber noch ein bisschen eingedreht. Der 76er sollte das jetzt gleich sehen. Oh, Spike Smoke und kriegt den Hit rein. Einer im Turm, sehr schön. Das heißt, wenn der Panther jetzt nicht mehr repariert wird, ist er beim zweiten Hit kaputt. Jetzt steht er natürlich aber auch schon wieder angewinkelt. Oh. Und die bounced ab, genau. Alter, was für Gefechte hier. Schön gemacht vom Panther. Direkt entsprechend gedreht und rückwärts. Ja, da auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Moves vom Fahrer. Wen haben wir denn da drinne? Doodlebugs. Haben wir sehr meisterlich eingelenkt, sagen wir mal. Jetzt wird der Panther von der Flanke abgezogen. Weil man merkt, man kriegt hier keinen Progress zustande. Oder man wird sie jetzt einfach nur reparieren. Genau, hinter die nächste Hardcover und dann erstmal reparieren, denke ich, ist der Schritt. Dann werden sie wahrscheinlich das Duell mit dem 76er wieder suchen, weil wie gesagt, sie haben den Vorteil mit dem Reload. Da spricht eigentlich jetzt erstmal nichts gegen das auf Long Range nochmal zu versuchen. WTH spielt aber auch jetzt gerade wieder sehr defensiv. Viel zurückgezogen wieder ins Hardcap. Softcap-Bereich. Bestimmt, weil der Angriff gerade gescheitert ist. Ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen spät, aber man könnte ja auch mal gucken, was die Arti so macht. Also wie es da insgesamt aussieht. Können wir aber machen. Auf jeden Fall schien es ja beidseitig recht gut zu laufen. Also es schien jetzt nicht so, als wäre die Arti sonderlich still gewesen auf einer Seite. Ja, das sind zwei Kanonen, die wir da haben. Oder ne, eine. Und man versucht sich damit ein paar Truck-Wracks zu behelfen. Es schießt auf jeden Fall eine Kanone die ganze Zeit durch. Wir können ja mal drüben gucken, was bei den Allies, was bei den Greyhounds abgeht. Dort haben wir drei Geschütze, die ganze Zeit schießen. Das ist schon ein starkes Statement und ich sehe auch keine Aufklärer in der Nähe. Jo. Die Jungs können durchfeuern. Ich habe auch noch keine einzige Rakete am Himmel gesehen, also scheint da wirklich, als hätte die Greyhound-Artillerie ein bisschen freie Hand.
Trotzdem, jetzt sieht man's, man hat natürlich jetzt drei Guns, die schießen, man kann Progress machen im Hardcap-Bereich. Es wird auch wieder leicht angekappt, wir haben aber immer noch den Lux hier stehen. Wir haben hier immer noch Junior Scott, Sideshow und Isbear, die ganze Zeit hier stehen und chillen. Also kannte ich bis jetzt auch noch so nicht, dass wirklich Dreimann-Crews Lux wirklich nachspawnen und die dann auch benutzen in dem Sinne. Ja, aber einfach mal ein Greyhound, der einfach rotzt. Guck mal, da kommen direkt die zwei Rocket-Schützen. Oh! Drei Rocket-Schützen sogar. Das war der berühmte Reifen-Bounce, der da gerade passiert ist. Also niemals auf den hinteren Reifen vom Greyhound schießen, sondern genau so einfach in die Wanne oder sonst wohin das Ding Platz sehen. Ist auf jeden Fall immer schmackhaft, wenn eine AP-Schelle oder eben eine Rakete an der Hinterachse abbauen. Also ich feiere das total. Also immer wenn irgendwo was mit Panzern kommt, WTHs direkt am Start mit Zeltschellen, Raketen. Also krass. Also man hat gerade eben gesehen, drei Rocket-Dudes waren direkt am Start und haben ihre Raketen direkt rausgeholt, um diesen Greyhound kurz einzuheizen. Guck mal, jetzt Heidi auch wieder gewechselt auf Assault. Na, also der wird schon auf die Calls gehört, sobald er ein Panzer in der Nähe ist. Das machen sie nicht verkehrt, das stimmt. Und hier oben ist, glaube ich, gerade die Repair Station explodiert. Ja, allgemein pusht WTH da wieder rein. Aber hier fehlt auch der 76er, oder? Ja. Ich glaube, der 76er hier oben ist geplatzt und wir haben es nicht mitgekriegt. Entweder das ist das Wrack oder müsste das Wrack sein. Obwohl der Panther hier ist aber auch geplatzt. Ich glaube, da haben wir wieder eine Menge verpasst, du. Ja, hätten wir wahrscheinlich nicht so auf die Arti gucken sollen. Mein Fehler, Entschuldigung. Dachte nicht, dass ich da die komplette Panzerduelle abwickeln in den zwei Minuten, wo so, wir nicht jetzt wird's interessant. Die Greyhound Arti schießt mit drei Geschützen und jetzt kommt ein Bombing Run von den Greyhounds. Der kommt gut. Der Bombing Run kommt gut. Einmal komplett zwei, runter. 3, 4, 5. Was haben wir hier? Heidi! Oh mein Gott! Heidi mit dem Abenteuer. Heidi mit der Todessatchel! Oh Gott! Oha, das ist. Heidi, alle Ops. Wird jetzt aber getötet, aber diese Satchel. Guck, diese Satchel wird alles noch flippen. Ja, wenn da jetzt die Spawnwave wirklich reinläuft, dann wird's. Oh, Moment, das könnte aber auch ganz anders noch ausgehen, wenn die Jungs da nicht ganz schnell auf. Eieieiei, okay. Das ist Okay, das war die Arti, aber trotzdem. Bumm! Ja, das ist so die Doom-Satchel tatsächlich geworden, aber ich glaube, ohne die Arti wäre es eher die Friendly Fire Satchel geworden. Das war die Friendly Fire Arti in dem Fall. Jetzt wird alles ins Hardcap geworfen. Der Druck über die Flanken fehlt aber. Wenn du das Cap kriegen willst, da braucht man wieder guten Druck über die Flanken und die Panzer formieren sich jetzt hier neu. Ne, wir haben hier den 76er. Da haben wir den 76er, da und noch ein Medium. Wir haben den Panther hier stehen, der jetzt gerade geplatzt ist. Gegen zwei Rap Stations zerstört, das ist auch mal eine Ansage. Wer war das? Das müsste. Das kann ich nicht sagen. Müsste das Sengi gewesen sein? Nee. War das Geist? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und. Jetzt kommt die Inf ins Spiel. Die Inf pusht jetzt gerade stark ins Cap rein. Wir haben WTA Satchel. Der auch an der gleichen Stelle steht wie eben die einen. Der nimmt da alle gerade hops, Alter. Auch wieder eine Satchel. Wild, ja. Oh. Jetzt kommt noch eine Smoke rein, Alter. Jetzt sieht man einfach gar nichts mehr. Boom. Es muss unfassbar Spaß machen, was da vorne gerade Inf zu spielen. Also, du wirst nur zersägt. Ich glaube, das ist gerade der 75er, der doch Smoke ballert, reinballert die ganze Zeit. Eieiei, also ja, das ist wirklich das ist ganz wild. Aber die Lux stehen hier noch. Ja, guck mal, die Luxe sind irgendwie das Highlight heute, wie sie da parken und einfach existieren. Ja, aber wenn der Lux jetzt raus ist, dann würden die auch cappen. Ja, es ist ein bisschen Anfang im Prinzip. Also die Cap-Power vom Lux ist gerade das Einzige, was WTH so ein bisschen drin hält, wobei jetzt auch angekappt wird. Eine Pack! Doodlebugs hat hier eine Pack gebaut. Oh oh. Und der 75er steht ja jetzt ganz blöd. Oh. Und der 75er ist raus.
Aua, aua, aua. Immer noch Cap Pro? Nein, jetzt. Jetzt kam die Spawn Wave aller gar nicht durch. Genau, ja. Dicke Spawn Wave. Keine Art hier auch diesmal drauf, leider. Das müsste jetzt aber aus, das sieht für aber die Greyhounds, auch. Schade. Sieht aber auch sehr stark danach aus, dass gerade auch die BTA mit drei Guns schießen kann. Zumindest laut Einschläge. Ja, aber auch die Grey und Arty knallt da gut auf die Garni, nur leider in dem Fall zu spät. Das kann natürlich aber auch einfach am Spawn-Rhythmus liegen. Oh, Keil da mit Captain. Oh, der Bottom-Fragger verliert ja das 1 gegen 1. Ich halte mich da raus. Alter, tut das weh, das gerade so zu sehen. Ja, die Arti muss halt ausgeschaltet werden. Man sieht hier, also, man hat hier keinen Aufklärer mehr dran, der da die Arti wieder top stimmt. Ich meine, man muss dafür kein Experte sein, aber es war ja am Anfang schon gesagt, also Arti und Tanks machen halt ein bisschen das Cap hier, weil die Inf... Ja, hat halt einen sehr schweren Stand, da irgendwas alleine zu reißen gegen diese konstanten Arti-Beschuss. Tatsächlich WTH jetzt so weit vorne, wie sie noch nie vorne waren auf der Flanke. Zwar nicht mit großer Manpower, aber Meter wurden gemacht. OP steht auch hier. Kamunix kommt jetzt, Kamunix wird rausgenommen. Pisi jetzt als nächstes. Pisi wird auch noch rausgenommen. Es sind zwar nur drei Mann, aber wenn die es da irgendwie schaffen, Präsenz wirklich dauerhaft hinzubekommen, dann gefährden sie da oben auch das Dorf und in dem Dorf stehen wir, haben wir eben gesehen, stehen gern auch die 76er und das ist dann wieder eine ganz andere Nummer, wenn da Inf close ist. Das stimmt. So, wir haben jetzt noch 25 Minuten auf der Uhr und WTH defft das Ganze richtig gut. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, kannst natürlich oben nochmal gucken, aber ich glaube auch sämtliche Angriffe irgendwie Richtung Rue de la Gare sind einfach abgeblasen. Ich meine, nee, wir haben Toffis und Heidi und wir haben hier hinten im Backraum. Ah ja, okay, never mind. Dann komplett alles zurückgenommen. Das wird jetzt auch sogar angekappt. Mhm. Also wieder genau das Gegenteil von dem, wovon ich ausgegangen war, man kennt's. Wir haben jetzt Jockey hier rumlaufen im Cap-Bereich. Rüd on the case. Und Kev sind da jetzt. Und Rüd nimmt da jetzt Wapajama raus. Kev müsste von oben jetzt auch guten Blick drauf kriegen, was da ankommt. Aber das scheint die Def unter Kontrolle zu haben. Wir gucken gleich nochmal rein. Der Angriff, es wurde gerade nochmal wieder kurz angekappt. Also. Eieiei. Oh. Das tut echt beim Zusehen weh. Ja, das stimmt. Ist halt Gameplay vom Feinsten für die Inf. Schwierig. Guck mal, es wird wieder angekippt, aber es ist halt in Hin und Her. Die Flanken müssen halt jetzt kommen. Die Flanken müssen Bewegung machen. Da, wo gerade keine Arti reinschellt, die Jungs müssen jetzt Bewegung machen. Sieht aber jetzt auch wirklich extrem dünn aus da auf der Flanke. Genau, ich sehe da nur einen Stuart. Ist das ein Stuart? Ein Stuart und ein 76er und halt das Stuart. Das Imscott, was aber gerade zwei Leute verloren hat, der OP ist heiß, ja, die Flanke, das wird, glaube ich, noch schwierig. Was haben wir denn hier? Ich höre hier irgendwas. Da, ein Pay 4. Der sich jetzt hier einmal die Position von Red Red einmal gleich bekannt macht. Aber gefällt mir ja sehr gut. Jetzt haben wir Curious hinter dem 76er und Frontan. Mit der Satchel. Oh, oh, und das ist natürlich ein Bounce, den willst du nicht gerne sehen. Jetzt kommt die Satchel dran. Satchel ist dran, ja. Zweite Rocket ist raus, der Attailer macht also nichts mehr, aber die Satchel ist halt das Problem. Jetzt müsste man nochmal aussteigen und die Satchel diffusen. Oder denkt man, man hat... Ja, jetzt ist glaube ich schon zu spät, oder? Nee, es gibt ja jetzt einen neuen Update, kann man ja... Wow, krasse AT. Krasse Teamkill. Seit dem neuen Update kann man ja zusammen diffusen. Ja, aber also dann sollte man jetzt mal aussteigen, oder nicht? Jetzt ist es halt zu spät. Wahrscheinlich einfach nicht gesehen, das passiert halt auch einfach. Wenn du halt sag ich mal, auf den Attailer fokussiert bist, der dir gerade auf den Arsch schießt, dann guckst du halt auch nicht unbedingt direkt nach links und rechts. Ja, aber da war ja eigene Impf, die hat da den Satchel-Tailer ausgeschaltet, da hätte man nochmal einen Call machen können, dass mal einer in der Nähe war. Und hier steht das die Red Zone Garni. Kann natürlich sein, ja. Red Zone Garni, genau.
gerade rausgenommen wird. Hier beziehungsweise Attack Garni. Und habt hier hinten auch alle OPs sind gerade heiß in der Dev. BTA jetzt hier mit dem Angriff aufs Rüderlager. Sieht zwar nach wenig aus, man hat aber zwei Squatty dabei. Man hat Torfisk und Vault hier drin. Und wenn die beide ihre OPs an der Nähe hinkriegen, dann wird es schon gefährlich. Torfisk ist jetzt raus. Ja, Torfisk hat seine OP nicht hinbekommen. Ein Squatty da noch in Nähe. Der sollte jetzt aber ja auch gepinkt werden von dem OP da. Das heißt, man weiß, da ist was. Das ist gefährlich. EPK wird da hops genommen. Kev ist so noch am Start. Kev nimmt da Voti raus. Ja, damit ist das Squad Leader jetzt vorne auch das. Aber man hat gesehen, also die OP stehen zwar weiter hinten und die Leute können trotzdem anlaufen. Sieht's vorne aus. Wir haben den Panzer 4 jetzt hier vorne am Heckenbereich stehen. Den Lux immer noch zwischengeparkt. Der immer noch für Cap-Power, für Hard-Cap-Power sorgt. Ja, es ist wirklich krass, was die Luxe hier einfach ins Hardcap bringen. Das gibt es wahrscheinlich keine Statistik oder so für, aber es ist halt wirklich Dauerpräsenz. Also entweder an der Hecke davor oder halt in diesem Häusereck stand ja jetzt wirklich fast das ganze Game ein Lux. Das machen sie wirklich gut. Und da macht es auch Sinn, auf einmal, dass sie halt so viel Lux spielen, weil für die Infs sind sie ja eben mehr oder weniger nicht erreichbar durch diesen konstanten Arti-Beschuss. Stimmt wirklich. Ich höre einen Bombing Run von WTH und dieser geht einmal komplett diese ganze Heckenreihe entlang. Sieht jetzt aber erstmal, ich weiß nicht, was da an OP stand oder so, aber sieht jetzt an Infverlusten noch handelbar aus. Stimmt wirklich. War jetzt meiner Meinung nach nicht so ein effektiver Bombing Run. Ich kann jetzt aber nicht sehen, ob da jetzt irgendeine Garni stand oder so ein Kram. Die ja, genau, das ist eher der Punkt, wenn dann Spawn war, ist was anderes. Aber ansonsten war da, glaube ich, nur Stannard, den es zerrissen hat. Und wieder Angerenne aufs Hardcap. Wieder frontal, man kommt rein mit der Inf. Noch. Ich betone es, man kommt noch rein. Solange bis die Art ja einmal umschwenkt und die dann wieder rausgeschossen werden. Genau, aber es wird auch wieder contested. Also es ist immer noch so eng, dass... Ja. Ja, meine Theorie, der Lux muss raus, ne? Solange der Lux da steht, wird das nichts mit dem Captain. Jetzt Ox dann hier mit dem Panzerschreck. Der von APK, APK räumt da auf, jetzt noch Buschbruns. Oh, nimmt da alle drei raus. Ja, schön. Und der OP ist raus, gut gespielt da von APK. So, und jetzt muss nur noch einer den Lux nehmen, dann sieht die Welt schon... Ich meine, sie sieht jetzt schon anders aus, es wird angekappt, ja, aber... Ja, jetzt gar nichts Bombe wieder rein und es wird wieder gedefft. Drei Leute... Oh, und die Arti, es ist krank. Nee, das war das nicht gerade in Dienst? Nee, das war eine Arti. Ja, da ist wieder eine, das sind Arti-Shells. Das war Arti. Ich weiß nicht, ob eigene, denn ja, wird... Wird WTH sich freuen, aber ich glaube tatsächlich, ist es bestimmt die Greyhound-Art, die jetzt langsam auf die Garni. Ja, die schießt sehr genau auf die Garni, man sieht's ja auch gerade. Na, der muss aber jetzt der Lux so rausgenommen werden. Solange der Lux da steht, dann wird das nichts mit dem Cap. Und der Panther da oben an der Straße ballert auch noch schön rein ins Cap. Na, der Panther macht's natürlich so ein bisschen unmöglich für jetzt andere Tanks, diesen Lux da rauszunehmen, weil sie müssen ja wirklich umfahren. Das wissen natürlich der P4 sowohl als auch der Panther da oben zu verhindern. Ja, und die Inf. Die sozusagen dann noch übrig bleibt, um den Lux rauszunehmen, hat, wie gesagt, sowieso einen schweren Stand. Also es ist wirklich einfach eine gut gemacht von WTH mit dem Lux, kann man gar nicht anders sagen. Also ich glaube gerade eben, dass der Panzer 4 und der Panther da gerade die OPs hops genommen haben hier von den Greyhounds und den Angriff damit gerade komplett gedifft haben. Ja, auf jeden Fall spült nichts mehr nach. Das sieht abgebrochen aus. Ja, ist auch kein OP mehr hier, also ist nichts mehr hier. Komplett Weak Prime ist weg. Noch ein Stuart wieder auf der Flanke. Die Flanke geht wieder in Richtung der Greyhounds, also im Sinne von die Greyhounds pushen. Haben auch nur noch einen 76er am Start. Der andere ist gerade wohl irgendwie geplatzt. Da kann man wieder sagen, Tony ist wieder on point mit der Cam. Ja, mein Gott. Und BTH macht jetzt den Push über den Weak Grind. Also die Killstats von der Arti willst du heute wahrscheinlich wieder nicht sehen, das ist ja wirklich widerlich. Ah, jetzt gerade wieder fast schon so ein bisschen
franzt um den Midpoint natürlich. Mhm. Gerade kein Angriff von den Greyhounds, aber es passiert ja auch außenrum. Also wir hatten ja jetzt eben noch diesen WTH-Angriff auf Rue de la Gare, aber eben davor auch den Greyhound-Angriff auf Hamlet, der wirklich sehr, sehr knapp war. Das war ja fast schon ein Cap Race, aber da hat WTH wirklich halt dann entsprechend nicht reagiert. Und gedefft. Jetzt praktisch wieder zurück auf Null. Greyhounds müssen einen Angriff bauen. Aber ja, das ist leichter gesagt als getan. Hoppala. Toni wieder Kamera Man. Jetzt wird hier zugesmoked. Ich finde, du machst vorankommt. Das ganz toll. Ich würde jetzt mit Smokes effektiv gearbeitet auf der Flanke. Da kommen die Todesnades, schön vorgekocht da, die Granate. Nimmt auch Alex raus. Was haben wir hier? Oh, 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 oh. Eieiei, und in den Zaun gesprengt. Ja, ich glaube, hier ist, glaube ich, heute der härteste Kampf um diese paar Meter hier oben hin und her. Also, oh, ja, also das war ja wirklich ein komplettes Hin und Zurück. Also es ist krass. Fast noch mehr als im Midcap, dieses Vor und wieder zurück auf der Flanke da. Also wir haben jetzt hier zumindest den Angriff von WTH in dem Sektor. Ja, die haben wieder den 76er, der auf sich alleine gestellt ist. Ja, aber macht genau das Richtige und fährt zurück. Guck, wie viele AT da rumlaufen. Wir haben da hinten zwei Stück, die jetzt ihre... Die schießen jetzt gleich. Boop. Schöner Schuss. Glaube ich, war aber Kette. Der war sehr tief. Das heißt, der 76er ist noch überhaupt nicht in Gefahr. Und wie gesagt, macht ja auch genau das Richtige und sucht seine eigene Info jetzt erstmal. Boop. Und da kommt der zweite und das dürfte nochmal Kette gewesen sein, weil der Tank raucht sonst nicht. Das heißt, erster und Rückwärtsgang sind jetzt die einzigen Gänge, die noch übrig sind. Aber die reichen ja, um nach hinten zu kommen. Auch das ein Klassiker. Aber da muss man ganz klar sagen, lieber einen Infler verlieren als den ganzen Tank. Ja, aber WTH hier sehr gut mit den Rockets. Also nimm da diesen 76er. Schießen zwar in die Ketten rein, machen ihn aber damit Angst und sagen, machen klar, hier kommst du nicht weiter. Hau ab! Genau, aber Senge spielt ja auch sehr kontrolliert den Rückzug. Genau richtig, gar nicht drauf einlassen, sondern eben warten, bis die Inf wieder aufholt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie jetzt den Panzer reparieren wollen. Atrap senden mit den MG42 hat dann noch eine sehr eklige Position und den kann er den Panzer gleich hops nehmen. Zumindest die Crew, ich glaube APK wird das gleich einmal spielen mit dem MG. Aber er hat da den Schutthaufen und die Mauer. Vielleicht V10. Nein, das war. Ich habe Schüsse von hier rein. Das ist natürlich, ja, es wird natürlich gnadenlos auf den schon hinkenden Panzer gepusht. Und Senge kann da eigentlich gar nichts anderes machen, als sich noch weiter zurückziehen, weil das gewinnst du nicht. Ja, die eigene Infield halt gerade komplett. Also APK versucht zwar dem Panzer zu helfen. Schwierig. Rüd und der Rest. Keil auch am Start, genau. Der Walle nimmt einfach kurz mal den Athena da raus. Und schon wieder Long Range Rocket Shots da. Ja, die muss man dazu sagen, sind jetzt natürlich aber auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Das ist einfach ein 100%iger Bounce von vorne. Da schleicht sich Rytlex einfach an Keil gerade vorbei. Ja, 14 Minuten noch auf der Uhr. Ich glaube, im Midcap wird es wahrscheinlich nicht anders aussehen als zuvor. Hey, der ganze Angriff ist noch nicht. Die linke Flanke ist wieder zurückgefallen. Das sieht nicht gut aus. Zumindest hier vorhin war hier ein riesen Push auf der Seite. Aber der ist auch komplett ausgeschaltet, beziehungsweise hier fehlt es wieder an Manpower. Schwierig, wir haben hier einen Panther stehen mit Zweierbesetzung. Wir haben hier komischerweise zwei Tanker am Anlaufen. Es ist natürlich auch jetzt so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, da sieht man auch wieder die Rap-Stations, das Worst-Case-Szenario für die Ally-Tanks, weil erstmal sie sind eh schon, sag ich mal, ein Nachteil gegen die Access-Tanks und spielen jetzt gegen defensiv stehende Panther, die genau wissen, dass es ja für sie 3-2 steht und sie eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Aber ich glaube, WTA hat die Hardcap gar nicht verloren, zumindest ist die Gun, die hier stand, weg. Ja, true. Vielleicht wurde die aber auch irgendwie replaced, weil wirklich nur noch die Arti drauf geschossen hat, ich weiß es nicht. Es kann sein, wir haben hier oben eine Garni an der Seite. Schwierig. Aber es fehlt halt gerade komplett im Angriff.
Der komplette Angriff von den Greyhounds ist gerade komplett die Luft raus. Der 76er sucht ein Engagement auf der Hauptstraße direkt. Kann er den Panther von hier aus überhaupt sehen? Ich glaube tatsächlich, dass dieser Hügel bzw. die Kurve, so eine kleine Erhöhung noch im Weg, genau, die Kurve da hinten. Also durchschauen kann er nicht, aber versucht auf jeden Fall jetzt aufs Midcap zu wirken. Vielleicht geht dann auch nochmal was mit dem. Oh, wir haben zwei Panther. Ja, jetzt anrücken. Das ist sehr schwierig einfach. Also es ist zwar nur ein Zwei-Mann-Tank hier, der eine Panther, aber das ist vollkommen egal, solange er halt eben stationär ist und sein Reload ausnutzt. So angriffstechnisch sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Wenn man jetzt hier anfängt zu moven und wartet, bis die Tanks sich neu formiert haben und man dann auf dem Hinweg versucht, die gegnerischen Tanks rauszunehmen, dann könnte das Ganze noch was werden. Aber wir haben hier oben rechts WTH gerade wieder stark am Pushen. Und sobald, wie du gesagt hast, sobald die da dieses Gebäudekomplex da wieder eingenommen haben, dann ist es blöd für die Tanks. Und Oxdan und Kurios nehmen jetzt einfach mal kurz den Sherman da hops. Da hast du als Medium natürlich gar keine Chance gegen die Panzerschrecks. Das ist einfach schwierig. Das sind zwei Schüsse und dann drei Schüsse. Aber ich glaube, der ist gerade geplatzt durch einen Panther. So, das sah gerade ein bisschen danach aus. Ja, man sieht ja da vorne jetzt gerade durch den Schuss, der Panther hat super Einsicht hier auf die Kurve. Kann gut sein, dass es auch tatsächlich der Medium war, aber so oder so, er hätte es nicht lange überlebt. Also er war ja umlaufen von AT-Lern. Das ist ein ganz schwieriges Leben dann als Medium-Sherman. Ja, wie du auch schon meintest, wahrscheinlich, also, was jetzt noch versucht werden kann, ist wirklich die 76er irgendwie. Nice. So kleines irgendwie Fett zusammenzukriegen und, ja. Kleines Fettfinger-Movement, genauso wie bei mir immer. Ja, aber man sieht's jetzt. Also, WTH nochmal ein Stückchen weiter hier drin als zuvor. Also, man will dieses Dörfchen hier haben. Ja. Da gibt natürlich auch gut Feuerunterstützung. Die wollen ja die Garni jetzt hier rausnehmen und ich glaube, das schaffen die jetzt auch. Spoof kommt jetzt mit der Satchel dran und dann war's das mit der Garni. Und dann ist jetzt natürlich blöd, es geht jetzt auf die letzten 10 Minuten zu, du verlierst hier oben die Garni. Das sieht nicht gut aus. Ja, Satchel war aber noch nicht dran und er ist tot, also... Eventuell macht es noch ein bisschen. Die müsste dran sein. Ja, tatsächlich nicht. Ja, ich dachte nämlich auch, er hat es nicht ganz geschafft. Also die Garni steht noch, aber sie ist natürlich bekannt wie sonst was. Und der 76er ist jetzt mehr oder weniger gebunden, da diese Garni zu deffen, was natürlich auch nicht so ganz im Sinn ist für einen neuen Angriff. Ist jetzt die Frage, ob die Leute hier abgezogen wurden oder warum hier jetzt keiner mehr reinspawnt? Der Panzer kann jetzt hier oben natürlich nicht picken gehen, solange er nicht weiß, wie die Impf da aussieht. Da kommt die nächste Spawnwave rein. Dicke Spawnwave, ja. Aber auch von WTH sind hier viele am Start. Holger sitzt da im Graben, nimmt jetzt die Heute den Hops. Boff auch wieder mehr am Start. Waren jetzt noch mit Le Big Mac alleine. Garni wird aber gehalten. Jetzt kommt ein Airhead. Da kommt ein Tank. Guck mal die Straße runter. War gerade auf der Flare. Ja, da steht er. Der ja, Panther mischt sich da jetzt aktiver ein. Wird ein Airhead abgeworfen. Und den wirfst du halt direkt in die, zu den Füßen der Panzer tatsächlich. Oh, Airhead-Smoke-Combo. Ein Versuch von den Greyhounds, sich das Cap zu holen. Wenn er durchgeht. Der 76er ja. Pusht jetzt übers offene Feld. Müsste eigentlich aber auch sehen, dass da der Panther markiert ist. Hier hinten am Kartenrand. Wenn er markiert ist, ja. Bounce geschossen. Bounce aber in die Hülle rein. Bombing Run nimmt jetzt den ganzen in Sicht. Das könnte der Sherman so ein bisschen nutzen, um sich wegzuducken. Aber da kommt der zweite. Schade, schade. Ist natürlich aber auch sehr schwierig, da irgendwie zu... Und der Lux nimmt einfach kurz den raus. Das war von Sideshow jetzt sein Moment, sein Time to Shine. Mit dem Lux den Airhead rausgenommen. Ja, also diese Luxe, die sind, das ist wirklich ja schon fast mehr jetzt als ein Meme. Endlich! Oh, 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 es kommt näher. Ah, nein. Alter, was war das denn? Eieieiei. Kam immer näher und näher. Wie war guter Versuch hier von den Greyhounds nochmal das Cap zu holen? Der Versuch ist immer noch nicht abgebrochen. Man hat hier zumindest sau viel Inf, die ankommen. Man hat jetzt aber keine Panzer mehr. Und das ist natürlich jetzt ein sehr großer Nachteil, das Cap zu holen, wenn du dann noch zwei Panther rumcruisen hast, plus der Lux, der da noch im Hardcap steht. Das ja, sieht also sehr gut aus für WTH.
Das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen, da jetzt noch irgendwie ein Angriff. Die Straße wird hier seitlich sieht gut aus, das ist viel Deckung für die Infanterie, aber sie müssen halt immer noch an dem Lukt und an dem Panther vorbei und jederzeit eben auch an der WTH-Art. Boop! Zündschuh ist raus, sehr schön. Aber ich glaube ganz ehrlich, die Satchel, die wird nicht viel. Ich glaube, der Sideshow wechselt gleich den Platz, weil er die sieht. Oder? Eieiei, das ist ein bisschen spät. Da hätte er sich vielleicht ein bisschen früher für entscheiden sollen. Das sieht nicht gut aus für ihn. Aber der Lux lebt immer noch. Aber der Lux dampft ein bisschen und steht. Allerdings jetzt natürlich komplett leer. Also da ist niemand mehr drin. Das heißt, er hat auf die Kapau überhaupt keine Auswirkungen. Der Panther ist natürlich jetzt immer noch ein Genickbruch für den Angriff. Der hält da jetzt einfach rein. Steht jetzt auch genau auf der Seite, wo eben gerade sich die Greyhound-Infanterie neu formiert hatte. Wir haben jetzt noch zwei Stewards, die jetzt noch anfahren. Das wird auf jeden Fall knapp werden für die Greyhounds, wenn sie das Cap jetzt noch holen wollen. Ansonsten sieht das so aus, als würde WTH jetzt gewinnen. Ich bin echt gespannt, also... Spoff ist jetzt hier drin und haut jetzt, glaube ich, gleich einfach alle hier raus. Dann nimmt der Belos Hops. Jetzt kommt Kyle von der Seite, wird aber rausgenommen von Hannibal. Und Zarensofer rückt auch mit seinem OP jetzt näher, Hardcap. Das wird angekappt. Aber ja, du hast das Problem hier. Hallo, hier unten ist nix. Und lass die Artis sich einmal eindrehen, dann kommst du nicht mehr rein ins Cap. Genau, was ich eben auch schon meinte. Der Panther fährt jetzt vor. Der Panther kommt jetzt auch offen. Da oben kommt der zweite Panzer. Oh Gott. Wir haben jetzt zwei Panther näher, Hardcap. Liquid sieht ihn. Ist natürlich direkt getunnelt. Wollte er den rausholen? Schön wieder auf den mitgelaufen wird. Ja. Und da ist, wie gesagt, der WTH-AT wieder. Und der Panther ist jetzt im Hardcap drin. Sideshow jetzt auch hier an seinem Lux wieder dran und repariert den. Das ist einfach so frech und unglaublich. Ja, also WTH kann jetzt machen, was sie wollen. Also sie können das kaum noch throwen, weil es gibt halt jetzt nur Stewards, die anfahren. Also tanktechnisch... Kannst du ja gerade auch nochmal die Karte kurz aufmachen. Ja, da siehst du, da ist auch nichts mehr da. Muni ist leer. Sprit ist auch, gibt auch nichts mehr, also Prezi, Strike und all das, das ist alles keine Option mehr. Ja. Da muss man später die Kills auswerten, auch ob das sich gelohnt hat, mit drei Guns zu schießen, ne? Und wegen der Munition technisch, muss man mal später schauen. WTH nimmt jetzt diesen Vorteil natürlich gut an, setzt sich da jetzt aufs Haus oben drauf. Also ohne da irgendwie jetzt vorwegzugreifen oder groß Ahnung zu haben, sage ich mal, aber ein paar Präzis hätten ja auf jeden Fall gesessen bei manchen von den Aufstellungen der Tanks von WTH. Allein vielleicht sogar hätte man überlegen können, nur um diesen Lux endgültig mal zu beenden, weil der hat ja locker 20 Minuten es einfach verhindert, dass gecapped wurde. Ja. Da hätte man das eine oder andere Cap hätte man schon bekommen können dann. Da werden sich die Jungs später ärgern, wenn sie das Replay sehen und sehen, wie lange dieser Lux da in dem Cap steht, genauso wie am Anfang der Lux hinter der Heckenreihe. Also, das ist immer ärgerlich. Aber nochmal, also man merkt definitiv, WTH hat sich da ja auch was bei gedacht. Und diese Positionen sind halt auch einfach super schwer rauszunehmen, wenn eben die eigene Art hier die Inf weghält. Was passiert hier denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, wild, oh ja, Gott. Oh. Jetzt nicht stehen bleiben, nein, oh Gott. Ja, schade. schade, gute Idee. Aber wenn dann so ein Stuck passiert, da freut man sich als Fahrer natürlich besonders. Da. Vor allem, wenn das noch auf der Kamera drauf ist. Ja, das kann ich aber nachfühlen. Also, dieses Stuckfahren, das passiert halt echt manchmal natürlich in den besten Situationen dann und da machst du dann halt einfach nichts. Aber ja, muss man jetzt auch nicht so tun, als wäre Stuart gegen Panther irgendwie ein ausgeglichenes Duell. Also, es wäre so oder so sehr schwierig geworden gegen vor allem zwei Panther. Also, der andere Panther hätte da notfalls mit Sicherheit irgendwie eingegriffen. Und jetzt nochmal ein Angekäppe in Rue de la Gare, aber... Aber ich sehe nichts. Das ist, glaube ich, nur hier hinten. Der liebe Rydalix. Nee, gar nicht wahr. Der muss ja hier irgendwo in dem Sektor sein. Ich sehe hier gar nichts. Doch, hier hat oben. Hat auch schon wieder aufgehört, tatsächlich. Der Holger käppt an. Und da haben sie hier WTH wieder gut rausgepusht. Und jetzt geht wahrscheinlich die Flanke wieder genau in die andere Richtung, wie schon das ganze Game über. Nee, das wird nichts mehr. Aber das, genau, wollte ich gerade sagen. Das wird wohl nichts mehr, leider. WTH gut gespielt, gut gedefft. Ja, auf jeden Fall. Also man kann da auch nochmal groß, wie gesagt, die Luxe stark machen. Das war ja wirklich.
Ja, also das hier vorne, ne? Also Sideshow und vor allen Dingen ja auch die ganze Zeit mit seinem Luchs. Ja, und dass ich halt auch aktiv Luchse, also entweder der Autospawn immer neu verwendet wurde oder, wie gesagt, zeitweise waren es auch mit Game 2 Luchse im Feld. Das heißt, da wurde gezielt ein Luchs gespawnt, also man hat sich da anscheinend schon was überlegt. Ja. Ja, und dann wie angekündigt, jetzt schießen sich die Artilleristen ja einfach ein und machen das Cap zu und du kommst nicht mehr rein und das war's damit. Also du hast keine Panzer, du hast hier keine Kontrolle über die Arti von denen. Das ist Knickbruch. Vor allem kann jetzt GTH jetzt hier noch einen Bombing-Run setzen, die Jungs haben noch genug Munition übrig und machen hier oben nochmal schön den Map-Rand kalt mit dem Bombing-Run. Und das... Die ganze Flanke erwischt, holy shit, der hat... Der hat auf jeden Fall gesessen. Mehr. Da ist nichts mehr. Aber ja, 2 Minuten. GG WTH, GG Greyhounds. Ja, auf jeden Fall ein sehr witziges Spiel, also gutes Hin und Her, ein Gefecht auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ja, wie am Anfang gesagt und wie auch, ne, also PS Farm furchtbar, weil komplett in der Hand eigentlich von Artillerie und natürlich auch ein bisschen den Tanks, aber ja, ich denke in dem Fall hat man vor allem auch gesehen, dass die Arti eben immer wieder umgeschwenkt hat, immer wieder Angriffe verhindert hat und dann passt es halt echt wenig. Ja. Auf jeden Fall fehlt mir jetzt gerade ein bisschen, also ich sage halt immer, wie es ist, man merkt halt immer so nach einer Stunde, Stunde 30 Matchcasten, merkt man auf jeden Fall am Ende, wie kaputt man eigentlich ist. Und man halt die ganze Zeit immer nach Action sucht, wie so ein Volltrottel. Wir haben jetzt hier den Panther, der jetzt noch komplett durchfährt. Der Greyhound, der sich jetzt hier in die Hose scheißt. Red Goon. Ah. Da hatte ich mehr erwartet, Red Goon, ein Spaß. Ja, overall, wie du halt schon gesagt hast, ne, mit dem Cap, das Cap blöd, für die Inf ranzukommen. Man hat gesehen, Chancen waren da, man hat ab und zu angekappt, man hatte das Cap auch einmal gehabt, man hatte auch direkt den Flip bzw. das Uncappe auf Hamlet gehabt. Das ja. War sehr, sehr close. Ja, also der Hamlet-Push hätte es wirklich sein können, also das war wirklich eine ganz knappe Geschichte, aber ja, auch wieder gut reagiert von WTH und entsprechend verteidigt. Ja, da wie vorhin schon gesagt, also dass der Lux hier noch stand und die Panther dann, beziehungsweise der eine Panther noch nachgerückt ist ins Cap rein, hat genug Cap-Power gegeben, damit das weiterhin die ganze Zeit angecappt wird und hier hinten waren natürlich nur Inf drin. Ne? Die kannst du ja. So easy rausballern. Das stimmt auch. Aber ja, wie gesagt, das ist auch super widerlich, einfach gerade auch so Open-Field-Maps. Also, SMDM insgesamt ist jetzt keine Open-Field-Map, aber der Punkt ist auf jeden Fall Open-Field. Und da gegen Panther zu stehen und vor allem gegen Panther zu stehen, die so gut supportet werden auch noch. Wir haben die Rap-Stations gesehen, da 2 Stück teilweise. Das ist halt ja auch ein Albtraum einfach als 76er, also das muss man da auch ganz klar sagen. Ja, oh, hier sieht man es auf jeden Fall. Blumkuhn, eine der Artilleristen, 1393 Punkte. Mhm. Also ich glaube, da wird ordentlich Kills gefarmt. Kann auch mal hier gucken, wo ist denn hier der Sideshow oder ist das schon direkt runter vom Server? Das würde ich mich jetzt mal interessieren, wie viele Punkte der gesammelt hat in dem Lux. Also das war nicht schlecht. Und daher geht nochmal raus, GG an WTH, GG an die Greyhounds. Ein sehr spannendes, witziges Spiel zum Zuschauen gewesen. Ja, auf jeden Fall auch viel hin und her dabei. Gerade auf der Flanke hatten wir jetzt auch schon mehrfach dieses... Da war es sehr ausgeglichen, es ging mal vor und zurück, also cool. Ja, hier ist der Tank von Sideshow, Ho Bob. Also nicht viel, also man sagt in Anführungszeichen nicht viel Combat Efficiency geholt, aber dafür halt existenziell wichtig gewesen, um diesen Punkt zu halten. Also dieser Lux, ja, den darf also man nicht unterschätzen. 900 Punkte, klar, aber 900 Punkte mit Lux ist auch schon wieder, also waren jetzt auch nicht nur AFK im Cap, sage ich mal, wenn ja. Sie jetzt nur im Lux saßen, was ich jetzt einfach mal annehme. Ja, ich hoffe, Wucht, du hattest heute Spaß, dass du mit dabei warst. Ja, sicher. War schön. Ich hoffe, der Rest hier hatte heute auch Spaß beim Zugucken. Und ja, dann nochmal Big GG an beide Teams. Und danke an die ECA, dass ich das Ganze heute streamen durfte. Und auch der liebe französische Kollege, der mir den Platz gegeben hat. Shoutout to... Wie hieß es nochmal, mein lieber Freund? Das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. RX Only RX07. Ne? Der Junge hat es mir heute, dank ihm durfte ich heute streamen, sonst hätte er das Game gestreamt, aber er war ein Ehrenmann und hat mir den Platz heute gegeben.
Da sagt der Toni einfach mal merci beaucoup. Merci beaucoup. Alles klar. Wenn du nichts mehr sagen willst? Nö, ich denke, das kann man alles so stehen lassen. Dann würde ich sagen, wiederhauen und reingehauen, ne?